So, also ich bin Griechenland. Du bist Griechenland? Ach, da unten. Ja, also der Kirchenstaat ist nicht weit weg und ähnlich groß, ne? Ich sag's nur. Du möchtest mich echt als Kirchenstaat sehen, ne? Ich hab da schon Bock drauf, muss ich zugeben. Papst Pia? Ja, Papst Pia, also damit bin ich ja offiziell die moralische Elite von Europa. Ja. Das heißt, wenn ihr mir nicht zuhört, ist das Ketzerei. Das ist richtig, wobei ich bin ja orthodox. Ich werde so anstrengend werden heute. Cool, was könnte dabei bloß schiefgehen? Ich bin bereit. Ja, hast du schon eine Idee für den schlimmstmöglichen Kirchenstaat? Ich bin der Papst. Mhm. Ich könnte versuchen, oh mein Gott, ich kann nicht. Wie bereit bist du für richtig böse, sarkastische Äußerungen? Ja, immer. Ich könnte einfach versuchen, ein Cosplay der Päpste der letzten Jahre zu machen und so ein bisschen Kindesmissbrauch relativieren, Homosexualität verantwortlich machen für AIDS, generell Frauen gehören zurück in die Küche, Liebe gibt es nur zwischen Männern und Frauen, wir wollen kleine Jungs bei uns in den Priestertümern haben, mit Frauen Sex haben ist nicht okay. Ja, mir fallen da viele Dinge ein. Oh Gott. Kennst du die Massengräber, die man gefunden hat von abgetriebenen Kindern, von vergewaltigten Nonnen, unter anderem in Frankreich und England und anderen europäischen Ländern hinter Kirchen? Ich wollte das eigentlich auch nie wissen. Dass, okay, cool. Das habe ich mir jetzt auch selber, das muss man auch ehrlich sagen, habe ich mir jetzt selber eingebrockt, ne? Ich bin da ein bisschen säkulärer, tatsächlich. Also ich kann noch wechseln, wenn euch das zu hart ist. Also, lass dir freien Lauf. Ich meine, offenbar fühlst du dich inspiriert und... inspiriert fühle ich mich nicht. Das ist nicht das Wort, das mir bei der katholischen Kirche einfällt. Ja, Pia hat gute Ideen, wird bei mir lustigerweise von jemandem geschrieben, der voll daneben heißt. Ich wünschte, das wären meine Ideen. Ey. Oh. Aber ich meine, die Sache ist, ich muss den Punkt ja auch hier erstmal erreichen. Ne? Also ich nehme mir die echte Kirche als Vorbild und schau mal, wie nah ich dran komme. Ja, ich bin gespannt. Ich für meinen Teil will eigentlich die Welt besser machen. Oh, das fängt mal wundervoll an. Weil, findest du nicht auch, Pia, dass die Welt etwas aus den Fugen geraten ist, dass billige Populisten die Demokratie kapern für ihre eigenen Zwecke und so? Würdest du doch zustimmen, oder? Ich möchte mich dazu nicht äußern, bevor ich das und nicht gehört habe. Was ist das und deines Satzes? Ich finde halt, das Problem ist, die Demokratie hat den Weg verloren. Und wir sollten sie zu ihren Wurzeln zurückführen, zu ihren noblen Wurzeln. Damals, als es sie noch nicht gab. Unsere Vorfahren in Athen, die hatten die Demokratie richtig verstanden. Da durften nur reiche Männer wählen und alle anderen waren Sklaven. Das ist die Urform der Demokratie, die nobelste Form, die reinste Form, die Demokratie von Sokrates. Und zu der wollen wir zurück. Dass eine Stimme für jeden Bürger, aber Bürger bitte auch nur die, die einen gewissen Wert besitzen, menschlich, ethisch, philosophisch. Und ja. Ja. Findest du nicht auch? Weltklasse. Ich würde noch ein bisschen... Athenern durften die Frauen auch das Haus nicht verlassen, wird geschrieben. Gut zu wissen. Also ich brauche jetzt auch alle Historiker im Chat, Leute. Ich will die noble Athener Demokratie so akkurat wie möglich nachbilden. Das heißt... Die haben auch Sklaverei noch gehabt, ne? Ja, genau. Ja, Weltklasse. Ja. Ja, Sklaven wollen auch Sklaven sein, ne? Also das muss man ja auch einfach respektieren. Damals, als die... Das wird so unangenehm. Als die Demokratie noch astreine Oligarchie war, mit Sklavenhaltung, allem, was dazugehört, rein da. Ja,
Kleiner Disclaimer, ne? Wir machen den klassischen Paradox-Disclaimer. Meine Freunde, nur weil wir versuchen, das schlimmste mögliche Land oder Sonstiges hier zu erschaffen, spricht das oder steht das nicht für unsere eigenen moralischen Werte. Ich bin nicht wirklich für Kindesmissbrauch und Maurice findet auch nicht wirklich, dass es Sklaverei geben sollte. Einfach um es einmal sicherheitshalber gesagt zu haben. Der Paradox-Disclaimer, okay. Es ist leider wirklich, man muss es sagen. Übrigens, ich sage es auch direkt natürlich, weil konkret auch an meine Mods gerichtet, weil meine weiblichen Mods das jetzt hier direkt als Ausrede nehmen, die Arbeit niederzulegen. Das ist, ja, andersrum, ne, schon. Ich finde Sklaverei gut. Andersherum schon. Ich bin für Sklaverei. Ja. Ja, ja. Ihr habt mich auf meine Tarnung ist leider zerfallen. Dankeschön, Sanchez. Ist großartig, ja. Es reiben sich auch Leute schon die Hände bei mir. Das werden Clips. Ja, auf geht's! Wir müssen noch in die Stadt drücken. Ich dachte nur, ich drück schon mal rein. So. Ja. Weil ich gesehen habe, dass es an mir scheitert. Dass man das immer noch sagen muss, dieser Disclaimer. Naja, müssen nicht. Aber das hat sich aus dem Gag entwickelt. Ich weiß gar nicht, ob Maurice das. Wir haben das, glaube ich, on stream schon mal erzählt. Wir haben das schon mal erzählt, ja. Es hat sich aus dem Gag entwickelt, dass Leute, die mit Paradox immer wieder Placements haben und halt so Kooperationen haben, und da gehören wir zwei ja dazu, als das beste Strategieduo von ganz Twitch. Ja. Wir bekommen in unseren Briefings von Paradox den offiziellen Disclaimer, dass wenn wir Sachen spielen, wir die Communities bitte darauf aufmerksam machen sollen, dass die Dinge, die wir sagen, auf das Spiel bezogen sind. Und dann sind da so Sachen drinnen wie, sag dann so Sätze wie, in diesem Spiel möchte ich Sklaverei haben. In diesem Spiel finde ich es okay, mein Kind zu köpfen. Und das steht quasi als Disclaimer im Briefing. Ja, ich glaube, das offizielle Beispiel ist immer tatsächlich so, sag bitte nicht, Frauen sind nur dazu da, Kinder zu kriegen, ja. Sondern sag, in diesem Spiel sind Frauen nur dazu da, ja. Kinder zu kriegen. Das ist wirklich Teil der offiziellen Kommunikation von Paradox. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen scheinheilig finde, weil dann der offizielle Paradox-Twitter-Account einfach ganz ungeniert Witze über Inzest macht. Oh Gott, das war so also gut. Einfach der Beitrag. Es gab einen Beitrag von EA, dass sie quasi einen Bug korrigiert haben, bei dem es möglich war, Inzest im Spiel zu haben. Und der offizielle Paradox-Account hat getweetet mit den Worten, Another game's bug is the other game's feature. Ja. Also der Social Media Manager von Paradox hat es offenbar ziemlich drauf. Also, der hat ziemlich die Hütte gerockt in den letzten Monaten, muss man ehrlich sagen. Habe ich großen Respekt davor. Ich finde es gut, dass sie die Disclaimer machen. Ich finde, die Disclaimer machen es halt, also darum geht es ja auch, dass du halt differenzierst zwischen was ist fiktiv und was nicht. An wen ist die Zielgruppe des Spiels gerichtet und sei dir halt bewusst, dass du das im Spiel umsetzt, aber nicht wirklich dahinter stehst. Das ist ja die gleiche Geschichte mit der Killerspieldebatte. Nur weil ich Call of Duty spiele, heißt das nicht, dass ich ernsthaft in den Krieg ziehen würde. Und nur weil ich den Enkel heirate, der auch mein Sohn ist und mit ihm drei Kinder bekomme, heißt das nicht, dass ich das in der echten Welt auch machen würde. So. Ja, richtig. Ja, so, gut. Da sind wir jetzt. sind wir jetzt mit dem Inzest. Ja, hier sind wir in Griechenland, Lebensstandard verarmt. Welchen Rang hast du gerade weltweit? 37. Ach Gott, ich 51, das geht ja gar nicht. Warum aber bin ich dann so schlecht? Mehr BIP als ich dafür. Ich habe 750.000. 1,4. Genau, das ist, ja, naja. Glaube ich, ungefähr schon. Wir sind auch ähnlich groß, glaube ich. Ich glaube, du hast es, ich weiß es gar nicht. Ich müsste mich irgendwie, glaube ich, dem Osmanischen Reich unterwerfen, wenn ich in deren Markt wollen würde. Weil die Frage gerade da ist, Victoria 3 ist kein einsteigerfreundliches Spiel für Strategiespieler. Victoria 3 macht unfassbar viel Spaß, aber Victoria 3 ist wirklich komplex. Wirklich komplex. Ich spiele jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren Strategiespiele und Victoria 3 hat mich an meine Grenzen gebracht und ich habe immer noch
nicht das Gefühl, dass ich so richtig weiß, was ich tue. Es macht Spaß, aber es braucht Zeit. Ich würde es auch nicht unbedingt Leuten so als erstes Paradox-Spiel oder sowas empfehlen. Da ist CK3, finde ich, besser. Das ist ja spielmechanisch eigentlich gar nicht so komplex. Gibt es einsteigerfreundliche Spiele von beiden? Ich finde, CK3 ist tatsächlich vergleichsweise einsteigerfreundlich. Auf CK3 sieht abschreckender aus, als es ist. Und Victoria ist abschreckender, als es aussieht. Schön auf den Punkt gebracht, ja. Und wenn du das Gefühl hast, Victoria ist dir nicht kompliziert genug, probier es mit Europa Universalis 4. Richtig, richtig. So, ich gucke jetzt gerade noch, das übliche Victoria- und Paradox-Problem ist, wo tut man seine Kamera und seine Banner und sowas hin? Ja. Weil es nie irgendeinen Ort gibt, wo nie ein Menü ist. Ich glaube... Wann ist denn das bei dir das letzte Mal her, dass du Victoria gespielt hat? Victoria ist auch ein bisschen her bei mir jetzt. Also bist du auch so ein bisschen gerade noch am Reinhasteln und am Schauen, wie, wo, was ist? Ja. Okay, gut. Beruhigend. Ich würde gerne einen modernen Kirchenstaat gründen. Und ich finde, mein Kirchenstaat sollte ganz Italien sein. Natürlich. Ich meine, da gibt's so komischen Unsinn auf der Karte wie Toskana. Beide Sizilien. Das ist ja allein schon so ein Staatenname, der einfach, ne, willst du lieber in beide Sizilien leben oder willst du lieber im Kirchenstaat leben? Ja, eben. Das ist ja absoluter Quatsch. Deswegen, ja, hier in Griechenland, lasst mich mal kurz in die Gesellschaft schauen. Wie nah sind wir denn schon der wahren alten athenischen Demokratie? Oh, wir haben ein Sklavereiverbot. Oh, das ist, ich weiß nicht. Also das ist nicht, wie's. Wir haben eine Oligarchie, das ist schon mal gut. Wir müssen die Monarchie tatsächlich abschaffen. Weil wir wollen schon Demokratie, aber bitte nur für die Reichen halt. Ich bin zu 100% katholisch. Wer hätte es gedacht? Und zu 100% süditalienisch. Ich habe literally nichts anderes hier. Crazy. Also, du kannst gar niemanden diskriminieren. Ja, das ist scheiße. Hä? Wie soll ich denn meine Inlandspolitik-Diskriminierung umsetzen, wenn ich niemanden habe zum Diskriminieren? Ja, es ist. Du musst dir jetzt extra, richtig zynisch, du musst dir Einwanderer reinholen, die du dann für all deine Probleme blamen kannst. Der AfD-Move. Ja, genau, genau. So, also wir haben keine Frauenrechte, das ist gut, das lassen wir so. Kinderarbeit gab es, glaube ich, im alten Griechenland nicht, oder? Weiß das jemand? Doch, ich glaube schon. Naja, also nach unserem heutigen Verständnis Kinderarbeit, weil Kinder, also es gab ja keine Jugend in dem Sinne. Das heißt, du galtest ja als viel früher quasi schon als kleiner Erwachsener, oder? Du warst ab 10 schon erwachsen. Okay, dann ist die Kinderarbeit tatsächlich gut und wie es früher war. So, also das Wichtigste ist wirklich, wie komme ich denn zur Sklaverei? Das ist ein bisschen ein Problem. Niemand unterstützt die. Das wird von keine Interessensgruppe unterstützt die Schuldsklaverei. Oh, toll. Wir haben Vormundschaft bei Frauen. Das ist ja schön. 64% meiner Bevölkerung finden das gut, dass wir eine Vormundschaft bei Frauen haben und diese basically keine eigenen Gesetze haben. Frauen unterliegen der gesetzlichen Vormundschaft von Männern und haben sehr wenige Rechte. Kann ich das noch reduzieren? Wahrscheinlich nicht. Schade. Okay, es wird gesagt, es ist tatsächlich sehr schwierig, zur Sklaverei zurückzugehen, was schade ist. Ich habe auch keine Leibeigenschaft.
Aber anscheinend ist die Interessensgruppe Grundbesitzer potenziell dafür zu haben. Das heißt, die muss gestärkt werden. Wie kommen wir dann derweil zur Demokratie? Ich bin einfach glücklich darüber. Also das ist alles wundervoll. Wir haben Migrationskontrollen, wir haben keine Sozialhilfe, wir haben keine Rechte für Frauen, wir haben Kinderarbeit, wir haben Zensur in Bezug auf die Meinungsfreiheit, wir haben nur Kirchenschulen, es geht um den Traditionalismus, wir haben Nationalmilizen, wir haben kein Amt für Inneres, es geht um kulturelle Ausgrenzung. Ey, also, ich bin fertig. Geil. Ich bin fertig. Das Sklavereiverbot muss ich noch abschaffen. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen eine Schwierigkeit. Also, wir müssen jetzt tatsächlich erstmal, muss ich tatsächlich lustigerweise so ein bisschen Leute stärken, die eigentlich später wieder meine Feinde werden, weil die Demokratie wird ja unterstützt von recht progressiven Gruppen. Die müssten ja nicht wissen, dass ich damit natürlich eine Demokratie wirklich nur für die Reichen meine. Das heißt, erstmal machen wir jetzt bei den Intellektuellen so ein bisschen so, ey, ne? Aber langfristig wollen wir auf jeden Fall, dass die Grundbesitzer natürlich die Macht im Lande haben. Die orthodoxe Kirche finde ich auch nicht so geil. Ist es irgendwie möglich, in dem Spiel zurück zum alten Heidentum zu gehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das fände ich total lustig. Ich würde halt eigentlich gerne wieder Zeus anbeten. Ja, aber das ist ja nicht unbedingt schlecht. Ja, aber es muss ja nicht alles an der alten athenischen Demokratie schlecht sein. Aber das ist ja Teil des Gesamtpakets, dass wir... ich will ja nicht Religion verbieten. Ich will also Zeus... Nur um eine Sache mal richtig zu verstehen, nochmal in der Reihenfolge. Wenn ich bei der Bürgschaft bin, ich habe den Ethnostaat, die nationale Überlegenheit, Rassentrennung, kulturelle Ausgrenzung, Multikulturalismus. Rassentrennung ist die Steigerung zur kulturellen Ausgrenzung, oder? Hat mich auch immer ein bisschen verwirrt. Ich glaube schon. Die nationale Überlegenheit ist dann die Steigerung von der Rassentrennung. Glaube. Okay. Weil ich muss gerade gucken, ich muss den Multikulturalismus, wie es aussieht, verbieten. Also, hatte die alte griechische Religion nicht noch Menschenopferung? Ist das so? Ja, faszinierend. Verboten durch Multikulturalismus. Genau, und das muss inaktiv sein. Hä, warte, was? Eine der folgenden Bedingungen muss erfüllt sein. Verboten durch Multikulturalismus in Bürgschaft inaktiv. Ja, aber das habe ich ja. Multikulturalismus in der Bürgschaft ist ja bei mir nicht an. Bürgerschaft, nicht Bürgschaft. Zeus hat doch massenweise gevögelt. Gut war das letztendlich nicht. Ja, also ich würde jetzt ungern anfangen wollen, einen Wettbewerb daraus zu machen, welcher Gott das Schlimmste getan hat und welche Anhänger von Göttern im Namen ihres Gottes das Schlimmste gemacht haben, weil ich glaube, die Katholiken kommen dann nicht so gut weg. Aber ich fand deswegen tatsächlich immer so ein bisschen diese alten Religionen irgendwo auch ein bisschen sympathisch. Weil sie nicht so erfolgreich verhetzerisch waren? Nee, aber weil sie so ein bisschen mehr irgendwie eingeräumt haben, wie die Welt halt wirklich ist. So, ne? So, ja, die Welt ist total scheiße, aber schon irgendwie das Resultat eines allmächtigen und wohlwollenden Gottes. Wohingegen die Griechen halt so ein bisschen so, warum ist die Welt so, wie sie ist? So, ja, weil Zeus halt schon auch ein Sack ist, ne? So wie wir auch. Und das ist doch auch irgendwie logisch. Und bei den Wikingern auch so. Wie sind die Götter? Ja, es sind genau solche Suffköpfe und Fresssäcke wie wir auch. Schön. Da ergibt doch alles irgendwie Sinn und passt zusammen.
Das ist wahr. Okay, ich brauche römische Grundbesitzer in meinem Push. Ich muss meine römischen Grundbesitzer muss ich quasi mit in meine Regierung holen, ne, um denen Liebe zu geben. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich muss die aus der Opposition rausholen in quasi in den aktiven Aspekt. Wir wollen keine Intellektuelle haben, weil die sind meistens auch progressiv und sind für Demokratien. Die sind liberal, ja, das brauche ich nicht. Kurz, weil Demokratie wollen wir ja schon. Dann, wenn es dann an die... Wir sagen ihnen halt jetzt noch nicht vorher, dass das Ganze am Ende auf Sklaverei raus. Wir brauchen euer Momentum für die Sklaverei. Die Leute müssen ja nicht mehr wissen, als gut für sie ist. Ich finde einen schönen Satz bei dir im Chat. Monotheismus ist der Tod der religiösen Kreativität. Jetzt hat die gleiche Person es sogar nochmal hervorgehoben, bei mir auch geschrieben. Ich hatte es schon gemerkt und ich lobe dich hiermit für diesen Satz. Ich finde den gut. Oh mein Gott, man kann Zensur noch mehr pushen. Ja. Zu kein offener Dissens. Und ich habe einfach eine 64-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich das durchbekomme. Weil 75,8% meiner Bevölkerung das billigen. Geil. Ja, nice. Also von mir aus können wir loslegen. Jawohl, ich drücke auf Start. Jawohl. Dann lass mal ein bisschen gucken, was hier erstmal so mein Markt auch so will. Okay, erstmal Sachen bauen, ne? Das ist erst das, was wir brauchen hier. Aber erstmal, die Intellektuellen sind halt sehr unzufrieden gerade. Gott, wie lief das alles nochmal? Bevölkerung, Gebäude. Genau, hier baue ich meine Gebäude. Und ich kann ja schon mal anfangen. Holzfingerlager. Ah, da sind meine unterschiedlichen Gebiete. Wie viel habe ich denn? Ich müsste doch irgendwo auch einfach eine Gebietsliste haben. Wo war das denn? Ich bin kein Freund davon, dass sie die Sklaverei bei mir alle nicht 1, 2, 3 wollen. Ja, das wird noch. So, Rom ist meine Hauptstadt, da setzen wir den Fokus als erstes mal drauf. Also wenn man oh Gott sagen kann, dann in diesem Run. True. True. Unter Etat und Staaten war das. Ah, perfekt. Dankeschön. Das heißt, ich habe 3 Gebiete, die zu mir gehören und das da sollte auch meins sein, auf jeden Fall. So, also wir müssen jetzt die Intellektuellen tatsächlich mal eine Weile lang stärken. Das ist ein bisschen doof. Weil die sind... Pass auf, dass es dir nicht entgleitet, ne? Also. Ja, ja, aber jetzt gerade... Ne? Weil ihr seid für die Demokratie. Warum macht Lazio bei mir so einen Verlust? Okay, und dann gehe ich unter... Die Frage ist halt... Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn es mir darum geht, die schlimmste Dynastie aller... Also, das schlimmste Land aller Zeiten zu machen. Will ich dann auch, dass meine Bevölkerung hungert? Eigentlich will ich ja eine sehr reiche Oberschicht haben. Und dann möchte ich sehr viele, sehr arme Menschen haben. Ja, ich auch, tatsächlich. Also, am besten Sklaven halt. Ja, und wenig dazwischen. Wobei du brauchst ja. Ja, damit du Sklaven anständig unterdrückst, brauchst du vor allem so eine Mehrheitsgesellschaft, die es nicht interessiert. Mhm. Das heißt, denen muss es gerade so gut gehen, dass sie keine Sklaven sind, aber schlecht genug, damit sie sich selber als Opfer in der Situation sehen und eine Ausrede dafür haben, warum es sie nicht interessiert, warum es anderen schlecht geht. Oder viel ja. Militär, das macht's leichter. In diesem Spiel. So, ich stelle mich, glaube ich, auf jeden Fall mal mit den Osmanen hier gut. In diesem Spiel, genau. Das ist ganz wichtig, das einmal festzuhalten.
Niemand will mit mir einen Markt gründen, das ist aber auch okay. So, so, wir müssen auf jeden Fall Gebäude bauen, wo es, wo Grundbesitzer und so dabei sind. Weil wir müssen ja ganz klar die, also, ne, wer gestärkt werden muss, sind die Leute, die. Oh, jetzt gibt's eine Protestbewegung, die will eine Präsidialrepublik beschließen. Das ist ja nett. Vielleicht hätten wir. Ich wollte nur gerade fragen, was näher an der alten athenischen Demokratie ist? Präsidialrepublik oder parlamentarische Republik? Die parlamentarische ist halt noch größer, ne? Das ist beides natürlich nicht ganz. Es gibt einen Kanzler oder einen Präsidenten. Das gab es ja damals beides nicht. Spirituosen sind sehr teuer bei uns. Aber wir wollen eigentlich nur Wein. Wir wollen Wein, wir wollen Porzellan auf jeden Fall. Man könnte wirklich einfach so einen standardmäßigen Disclaimer reinpacken, wo einfach so als Text drinnen steht, in diesem Spiel möchte ich Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist einfach der Disclaimer. Gut, das Volk will Möbel und Kleidung, das ist sehr teuer. Da könnte man natürlich auch gut machen. Ja, true, danke, Chat. Ich habe nicht mehr nur Katholiken und süditalienische Leute. Ich habe jetzt auch norditalienische Leute und Juden. Also tatsächlich wandern diese Leute armen zu. Leute, oh Gott. Es wandern Leute zu, die wir dann hassen können. Das ist ja Weltklasse. Es ist einfach unangenehm, das überhaupt auszusprechen, auch wenn es nicht ernst gemeint ist. Mein Magen dreht sich gerade um. Oh, ist das unangenehm, ey. So, also ich kann hier Tabakplantagen machen. Da gibt es Grundbesitzer drauf. Oh, das ist nicht schön. Lass uns erstmal unseren Fokus auf Sklaverei legen. Das ist vielleicht ein guter Anfang. Ich bin total positiv. Ich arbeite gerade auf die Demokratie hin. Niemand weiß ja, was mein Endgame ist. Die sind jetzt gerade bestimmt alle voll begeistert, dass ich hier das Land modernisiere und wissen nicht, was dann Schritt 2 ist, sagen wir mal so. Ich meine, ich kann ja einfach die Einwanderung auch verhindern, oder? Mhm. Kann ich das nicht einfach grundsätzlich auch. Ich habe ja nur Migrationskontrollen gerade. Ich könnte auch einfach die Grenzen schließen. Damit könnte ich das auch einfach verhindern. Das könntest du. Das wollen Landbewohner und Kleinbürger. Ja, ich fühle mich gerade wirklich wie in einem AfD-Simulator, ey. Leute, Tabak ist profitabel für die Oberschicht und die Oberschicht will ja auch bitte ihre Zigarren haben. Also. Und der Handel leidet nicht drunter? Natürlich, alles leidet drunter. Strukturelle Diskriminierung und geschlossene Grenzen waren noch nie gut für die Wirtschaft eines Landes, aber darum geht es in dem Run heute nicht. Nee, es ist tatsächlich, es ist wahrscheinlich der erste Victoria-Run, wo tatsächlich wirtschaftliche Optimierung nicht im Vordergrund steht. Es geht hier nur darum, das schlimmste Land überhaupt zu gründen. Wir hätten vielleicht erstmal einen Run machen sollen, wo wir das Spiel richtig lernen. Da bin ich dir ja voraus. Ich habe ja schon einen Solo-Run gemacht. Ja, den hätte ich auch machen sollen, auf jeden Fall. Wie kam es eigentlich, dass das bei dir nicht. Weil du hast dich auch sehr gefreut gehabt. Ich hatte einfach keine Zeit. Und das war halt für mich so ein Spiel da muss ich mich wirklich hinsetzen. Und mich reinlesen. Und ich hatte durch den ganzen Office-Plan und Bau und dann Weihnachtspause und das und dies und Dreamhack,
Es waren dann so viele Sachen, dass ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, ich habe eine Woche am Stück, wo ich wirklich 5 Tage im Stück spielen kann, um in das Spiel reinzukommen. Und deswegen habe ich es nicht gespielt. Das kann ich verstehen, ja. Krass, ich habe wirklich so ein Vatikan-Stadtgebäude auch. Ach, cool. Ja, es ist so ein Special-Gebäude quasi. Das gibt mir momentan plus 100 Autorität, plus 100 Einfluss, plus 25% politische Stärke. Und es erhöht, die Beschäftigung besteht aus 500 Klerikern. Natürlich. So, ich glaube tatsächlich, wir müssen, also Oligarchie klingt natürlich passend, aber es ist gar nicht das, wo ich sein sollte, weil eine kleine Gruppe von nicht gewählten Personen, ich glaube, Klassenwahl ist, was wir wollen. Nur wohlhabende Bürger erhalten eine Stimme, wer reicher ist, erhält auch mehr Stimmen. Mehr Stimmen in Bezug auf wer reicher ist, finde ich immer gut. Also ja. Vor allem, wenn man versucht, dann in das Jahr 2023 zu schauen, ich finde das auf jeden Fall fair, wenn dann Elon Musk gleich viel zu sagen hat wie 700.000 Menschen. Ja, ja, genau. Oder Grundbesitzerwahlen. Nur jene, die Land oder Kapital besitzen, sind überhaupt wahlberechtigt. Was ist am nächsten dran an der athenischen Demokratie von damals? Wo halt nur Bürger wählen durften, aber dieser Begriff ja relativ eingeschränkt war. Grundbesitzerwahlen, ne? Da haben auch recht viele Leute Bock drauf. Bürger sind ja quasi Grundbesitzer, ja, sehr gut. Bürger mit einem gewissen... Also entweder Klassenwahl oder Grundbesitzerwahl. Eins von beiden. Warum kann ich meinen offenen Diskurs nicht umsetzen? Ich brauche politische Aufwiegelung. Wie bekomme ich politische Aufwiegelung? Modifikatoren, ach, das muss ich lernen, das muss ich erforschen. So, dann schauen wir doch mal. Politische Aufwiegelung. Das ist bestimmt unter Gesellschaft, oder? Das ist quasi das kleine Anmal-1 der Axel Springer Verlage. Wenn du dich dort als Praktikant bewerben möchtest, dann musst du einen Kurs in politische Aufwiegelung vorher eingehen. Und die holst du jetzt alle in dein Land? Nein. Die sind ja schon da. Die werden jetzt nur gezogen. Ach, das ist da unten. Ah. Da brauche ich länger, bis ich da hinkomme, oder? Ja, ich muss ja nur über einen der Wege da hinkommen. Das heißt, ich kann quasi über... Nee, Sozialhilfe wollen wir nicht. Sozialismus, und was haben wir hier? Pan-Nationalismus. Oh Gott. Das heißt, ich kann über den Nationalismus da durchkommen. Entweder über die Dialektik und den Sozialismus oder über den Nationalismus und dann den Sport. Dann gehen wir über den Nationalismus. Die Mehrheit der athenischen städtischen Vollbürger hatten kein Land, aber waren Vollbürger. Okay, dann müssen wir nicht Grundbesitzer. Vielleicht auch das Zensuswahlrecht, dass Leute, die lesen und schreiben können, also gebildete, wohlhabende Leute dürfen wählen. Vielleicht kommen wir eben damit am nächsten. Dass wir hier sagen, ne? Nur Menschen von gewissem Stand, die lesen und schreiben können, haben ein Stimmrecht. Das klingt doch vielleicht. Also jeder, der eine ordentliche Philosophenschule durchlaufen hat und ein bisschen seinen Platon gelesen hat, der darf wählen. Was Maurice gerade sagt, ist, jeder, der die Literatur gelesen hat, die wir wollen, dass du sie liest, darf eine Stimme haben. Ja, genau. Platon, Philosophenkönig und so. Das bin ja ich. Also 100%.
Wichtig dann, keine Schule. Stimmt, absolut richtig. Das Volk darf nicht gebildet sein, nur die Reichen werden gebildet. Wollen wir nicht einen Gottesstaat in der Theokratie oder ist das der Kirchenstaat schon? Ich weiß gar nicht, was ich gerade bin. Was bin ich? So, ich habe Drehbanken freigeschalten. Ich finde das toll, dass wir Drehbanken freigeschalten haben. In meinem Kopf klang es eher wie ein Foltergerät, aber es ist kein Foltergerät. Schade. Ups. Ja, wir haben Zensur, haben wir schon. Aber es gibt eine Steigerung. So, ein bisschen Alkohol. Können wir Roggenfelder errichten? Haben wir da welche? Nee, Roggenfelder habe ich nicht. Schade, da hätte ich gerne Alkohol produziert. Ich will gar nicht zu einer Monarchie. Also ich finde, eine Monarchie und eine Theokratie, das gibt sich eigentlich nicht so viel. Ja, Theokratie ist schon passender, glaube ich, bei dir. Das ist auch grausam genug. Also, ich meine, hört das euch an. Diese Regierung wird durch den Klerus und dessen Auslegung heiliger Schriften beherrscht. Ich finde es schön, dass sie auch schreiben, die Auslegung der heiligen Schriften. Das Landesoberhaupt ist nominell selbst Gegenstand der Verehrung, in der Praxis jedoch meist ein weltlicher Repräsentant, der aufgrund von Leistungen, Status oder Geburtsrecht ausgewählt wird. Ist doch perfekt. Ja, finde ich super. Also das müssen wir nicht switchen. Wir könnten maximal noch auf eine Autokratie gehen, von der Oligarchie weg. Aber ich glaube, da werden wir nicht so schnell hochkommen. Lustigerweise, das Spiel gibt mir die Quest Weg zum Liberalismus. Ich glaube, du hast nicht ganz verstanden, Spiel, worauf wir hier abzielen, leider. Das tut mir ein bisschen leid. Ich finde sogar Kirchenschulen besser als keine Schulen. Weil mit Kirchenschulen kontrollierst du ganz gezielt, was die Leute glauben sollen und was nicht. Ich finde auch Wohlfahrtskrankenhäuser actually besser als kein Gesundheitssystem, weil du damit den Leuten, denen es deinetwegen schlecht geht, noch vorlügen kannst, dass du was Gutes für sie tust und sie dann auch noch dankbar sind dafür. Also ich würde die Wohlfahrtskrankenhäuser gar nicht rausnehmen. Ich muss da noch mal schauen, ob wir irgendeine Form von Sozialstaat überhaupt wollen. Also wir müssen ja schon, es muss schon eng kontrolliert werden, wer den notwendigen Bürgerstand erreicht, um Mitspracherecht an Regierungsgelegenheiten zu haben. Also das darf ja nicht jeder ungewaschene Typ, der sich irgendwo in der Hafenkneipe irgendeine Krankheit geholt hat. In diesem Spiel. In diesem Spiel, in der Tat, ja. Also er will jetzt hier die Präsidialrepublik. Aber ich finde eigentlich ist die athenische Demokratie sogar eher noch die parlamentarische. Oder? Was würdet ihr sagen? Parlamentarisch oder präsidial? Also präsidial ist, glaube ich, einfach, dass sie ein bisschen kleiner ist. Alter, imagine einfach, du lebst in einer Welt. Ah, Moment. Aber imagine einfach, 99,9% interessiert sich nicht dafür, ob es ein Sklavereiverbot gibt oder nicht. Das ist bei mir auch so, ja. Es ist ihnen einfach egal. Ja. Das ist aber so hart. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Da können wir ja mit arbeiten. In diesem Spiel. Dann vielleicht jemand sagt, also das heißt ja erstmal auch so, es passt schon auch, wenn vielleicht, ne? Ach geil, ich kann die Kleinbürger auch noch in meine Regierung holen. Das ist Weltklasse. Also, meine Regierung setzt sich zusammen aus frommen, moralistischen, wobei Moral ja selbst definiert ist, patriarchalen, stratokratischen, noch mehr patriarchalen, pontifikalen, reaktionären, meritokratischen, patriotischen Menschen.
Ist doch toll. Ist doch absolut Weltklasse. Imagine, du bist eine Frau. Imagine, du bist eine arme Frau in diesem Land, ey. Halleluja. Gott will es. Ja. Gut, bei mir wird noch gesagt, dass die Räterepublik es vielleicht sein könnte. Aber die ist, glaube ich, zu sehr in dem Spiel konnotiert mit Kommunismus. Also da werden ja dann die Landwirte gestärkt statt die Grundbesitzer und so. Das wollen wir ja nicht. Deswegen. So, dann pushen wir die Gesetzeshüter für ein bisschen mehr Kontrolle im Land. Wie hat Rezo das in seinem Video gesagt? Ich bin ja auch offensichtlich ein neoliberaler Traum für Menschen. Endlich. Endlich habe ich den Punkt erreicht. Ja. Ja, ich bin sicher, Rezo könnte interessante Videos über die Gesellschaft machen, die du da so gerade planst. So, Leute, wir machen jetzt 10% Chance für parlamentarische Republik. Das antike Griechenland hatte nach der Beseitigung der Monarchie zunächst eine oligarchische Struktur, in der der Adel herrschte. Aber das ist ja tatsächlich, das haben wir ja sogar aktuell. Wir haben eine oligarchische Monarchie, wir gehen jetzt zu einer oligarchischen Republik und gehen dann das Wahlrecht noch ein bisschen runter. Also wir wollen ja schon, dass mehr Leute dürfen, aber nicht alle. Ne? Also ich finde, wir machen sogar wirklich den... Okay, Römer-Grundbesitzer, die versuche ich jetzt zu stärken in der Bevölkerung. Wie kriege ich denn die römischen Grundbesitzer noch mehr gestärkt, was so politischen Druck und Einfluss angeht? Also was muss ich denn machen, damit die noch mehr zu sagen haben? Brauche ich mehr von denen? Mehr oder reicher hilft beides. Also du. Reicher funktioniert auch. Mhm. Also was tatsächlich dann immer ist, du kannst ein bisschen gucken, was sind denn die Leute, die sich dem anschließen. Und dann baust du halt mehr Gebäude, wo Leute diese Jobs haben. Um deine Gesellschaft quasi dahin zu formen. Ich glaube nicht, dass Grundbesitzer Jobs haben. Ich glaube, Grundbesitzer besitzen einfach. Aber das ist auch tatsächlich ein Job. Also das ist ja dann quasi das Moment. Ja. Also in jedem Weizenfeld arbeiten halt auch 100 Aristokraten. Und die sind dann in der Grundbesitzer Interessensgemeinschaft. Wo sehe ich das denn? Ich habe dann quasi die Übersicht. Ich habe diese Römer Grundbesitzer. Da stehen die ganzen Sachen quasi mit drin. Ich habe 7000 von denen. Sie sind auch in der Regierung, Weltklasse. Und wenn ich unter Bevölkerung gehe, dann... Warum sind jetzt die... Das ist aber meine generelle Bevölkerung. Ah, das ist das, wie die Bevölkerung die Römer Grundbesitzer unterstützen. Verdammt, meine Regierung wird komplett sofort illegitim, weil die Grundbesitzer das nicht wollen, dass ich die Demokratie einführe. Ich nehme in dem Spiel Tipps. Ja, ihr dürft mit diesem Spiel Tipps in den Chat schreiben. Das ist ein schwieriges Spiel. Schmeißt rein. Genau, also du kannst auf diese Interessensgemeinschaft gehen und wenn du da ganz unten hingehst, auf Bevölkerung, dann siehst du, wer sich da anschließt und warum. Ah, also in dieser Grundbesitzer-Sache, ganz unten auf diesem Bevölkerungstab, da siehst du dann zum Beispiel, Grundbesitzer werden Aristokraten, Kleriker, Offiziere, Landwirte und... Dann kannst du gucken, was sind Gebäude, wo die drin sind. Und je mehr du dann von denen hast, desto höher die... Und dann kannst du sie auch noch stärken. Das mache ich schon, genau. Okay, das heißt, ich möchte mehr Gebäude bauen, wo ich dann einfach mehr Grundbesitzer reinbekomme quasi. Ja, ich glaube tatsächlich, ich muss die...
die Republik, das muss ich nochmal abbrechen, weil tatsächlich gerade die Grundbesitzer direkt eine Revolution ausrufen wollen für meine demokratischen Bemühungen. Das, ist jetzt eher suboptimal. Weil leider auch mein König Teil von denen ist und ich muss sie eigentlich in die Regierung tun, aber ich kann jetzt nicht mehr. Warum kannst du jetzt nicht mehr? Weil ich sie so wütend gemacht habe mit meinem Versuch, die Demokratie einzuführen, dass sie mich jetzt hassen. Das klingt nicht so gut. Das ist ein Problem, ja. Sobald ich es halt einmal hab, kann ich ja diesen König abwählen und so. Aber wie komme ich jetzt erstmal dahin? Muss ich jetzt quasi erstmal einmal die Grundbesitzer, aber die Grundbesitzer kann ich ja gerade nicht schwächen, weil mein König halt selber einer davon ist. Verdammt, dann kann ich gar nicht wirklich realistisch eine Demokratie einführen. Oh, die IG Römische Kuriere will unsere Bande mit Österreich durch unseren gemeinsamen Glauben stärken. Er hielt kurz inne und wischte sich den Schweiß von der Stirn, als ihm ein österreichischer Knecht auf einem Nachbarfeld ins Auge fiel, der in einer Ackerfurche zu knien schien. Verwirrt musterte er die Szene näher und erkannte, dass der Mann ins Gebet vertieft war. Das ist alles toll, aber ich möchte erst mal wissen, für wen ich bin. So. Doch, wir gehen danach. Ja, es gibt Interessengruppen, die aktiv versuchen, die Regierung zu stürzen. Das ist nicht optimal. Good news for you. Trollst du? Ich habe gerade so eine ganz wilde Nachricht in meinem Chat. Good news for you geschrieben. Gute Nachricht. Eines Tages müssen wir Rechenschaft über unser Leben ablegen und was wir für unser Böses, Lügen, Diebstahl, Hass, unreine Gedanken verdienen würden, ist die Hölle. Aber am Kreuz hat Jesus die Strafe auf sich genommen, die wir alle verdient haben, ist dann wieder auferstanden, um uns vor der Hölle zu retten und bietet uns Vergebung und eine Hoffnung an, die über diese Erde hinausgeht. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob er trollt oder ob er auf einem oder ob er auf einem werdet alle Katholiken-Trip in meinem Chat ist. Was sehr lustig wäre. In meinem Chat. Wird auch bei mir geschrieben. Missionierung am besten und zielführendsten Ort. Aber ich glaube, es ist auf den Chat bezogen. Ich hoffe, es ist einfach auf mein Spiel bezogen. Ist es auf mein Spiel bezogen? Ich glaube, die Person hätte schon auch Bock, dass du jetzt katholisch wirst, Pia. Also, in meinem Chat sowas zu probieren, ist halt echt... Naja. Ich glaube, die Grundbesitzer haben sich wieder beruhigt. Kann das sein? Also, Hugelhupf hat recht. Wenn er Pia und ihren Chat konvertiert, schafft er es überall. Das ist wahr. Also, wenn du es in meinem Chat schaffst, dann kannst du die ganze Welt konvertieren. Viel Glück. So viele Sünder, wie wir hier sind, macht das schon Sinn, wird jetzt in meinem Chat geschrieben. Wow. Ja, ist ja irgendwo auch wahr. Ne? Wahrscheinlich. So, Leute. Also, ich muss ehrlich sagen, die mit Abstand größte Überzeugungskraft, die die Kirche auf mich jemals hatte, nicht zu sündigen, ist, weil ich die Hoffnung habe, dass wenn ich actually nicht sündige, ich damit auch niemals einem Papst begegnen werde, weil die sind alle nicht im Himmel. Und damit haben sie ein echt gutes Argument. Das ist ganz schlimm, Pia. Fragst du dich manchmal,
Warum trigger ich solche Leute eigentlich so besonders? Ha. Nein. Es ist ein Mysterium. Ne? Nur so als Frage. Es ist wie eine Sucht, ich kann nicht anders. Danke schön, Raum der Zeit übrigens. Ich finde es so schön, dass mir Raum der Zeit dafür sogar einen Resub geschenkt hat. Ich kann einfach nicht anders. Es ist wie so eine Sucht. So. Ich könnte mein Maul halten. Oder. Ja, oder. Ja, schon. Und das Oder gewinnt. Ja, das ist ein bisschen. Zum Glück gibt es sowas in deiner Gesellschaft nicht, wo Frauen keine Rechte haben und Leute allgemein auch nicht das Maul aufmachen dürfen, weil es keinen offenen Dissens gibt. Also, doch, den gibt's noch. Den gibt's noch. Ich hab nur Zensur bis jetzt. Ja, aber du arbeitest ja darauf hin. Aber ist doch total schön, dass quasi in deiner Gesellschaft hättest du das Problem nicht. Das ist wahr. Dankeschön, Anna. Das ist wahr. Kennst du das Bild? Kennst du dieses Comicbild, wo der Papst quasi vor den Teufel trifft und die sehen sich so und dann hast du so eine Sprechblase darüber, die heißt einfach nur Oh Shit und die geht einfach von beiden Mündern weg. Also sowohl der Teufel als auch der Papst, die sich sehen, reagieren beide mit Oh Shit. Finde ich gut. Ich kann nur das so andere. Ich kenne nur das andere, wo ein Priester in der Hölle landet und der Teufel ihn so angrinst. Na, so wirklich überrascht sind wir jetzt aber nicht. Oh ja, oder? Das ist auch sehr gut. Das war sehr, sehr gut, ey. Leute, wie kriege ich die Demokratie? So, das ist echt ein Problem. Mein König ist selber Grundbesitzer. Das heißt, ich kann die Grundbesitzer nicht aus der Regierung schmeißen. Du musst warten, bis der stirbt, oder? Und hoffen, dass der nächste Herrscher kein Grundbesitzer ist. Sehe ich das? Aber gab es nicht irgendwie einen Bug, dass Könige nicht sterben? Habe ich schon einen Erben? Sehe ich den irgendwo? Er ist auch ein Gemäßigter, wer will das denn? Er ist doch erst 23. Das ist echt nicht gut. Ja, man kriegt die so mit Vergiften und so hier nicht weg, ne? Nee. Okay, es wurde getrollt. Good News für J geschrieben, er ist nicht katholisch. Okay, dann hoffe ich einfach mal. Oh, aber bye. Der Tag des jüngsten Gerichts und das Glauben daran, dass Jesus alles, das könnte auch... Könnte das nicht auch Zeugen Jehovas sein? Was ist denn der Unterschied zwischen Katholiken und Zeugen Jehovas? Da gibt's ja dieses in einen springt ja dem anderen, aber was ist bei den Zeugen Jehovas nochmal extra? Ich glaube, die sind einfach nochmal deutlich kultiger und sektenartiger. Also auch so ein bisschen so mit Rede nicht mit Leuten und so. Die sind doch nicht Rede nicht mit Leuten, die sind ja auf Missionierung. Die haben ja als Leitsatz, dass du missionieren musst. Ja, aber ich glaube, aber so Privatkontakt mit Ungläubigen weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich kenne mich tatsächlich nicht aus. Wusstest du, dass es in der offiziellen Definition von Religion und Sekten keinen anderen Unterschied gibt, außer den Parameter Zeit und Geld? Echt? Religion und Sekten sind fast identisch identifiziert. Und der Unterschied, was eine Sekte zu einer Religion macht, ist die Menge ihrer Anhängerschaft, wie viel finanzielle Mittel sie zur Verfügung hat und wie lange sie schon existiert. Das sind die Unterschiede. Das ist interessant. Ja. Es ist richtig wild. Religionen zahlen Steuern, Sekten nicht, wird bei mir noch geschrieben. Die Kirche zahlt Steuern? Das wäre mir neu. Stimmt, Leute zahlen, also ne, die Kirche selber nicht, die Leute, die drin sind. Ja, geil. Ja, Nee, ich glaube, Zeugen Jehovas haben noch irgendwas, also die dürfen keine Bluttransfusionen annehmen und keine Organspende, das weiß ich. Die haben so genauere Regeln, was so medizinische Unterstützung angeht. Sie haben als quasi Ziel verankert zu missionieren, also es zählt quasi als sehr erstrebenswert, auch zu missionieren. Das weiß ich. Und sie feiern auch keinen Geburtstag, das wusste ich nicht, dass sie keinen Geburtstag haben.
Oh, wir haben den perfekten Menschen, der bei mir im Chat gerade aufgetaucht ist. Karim hat gerade Hallo geschrieben, wenn ich es richtig gesehen habe. Oh, sehr gut. Der wird viele Dinge wissen, über was wir heute so, was sich uns so an Fragen stellen. Karim, ich brauche deine Hilfe. Was ist die Frage? Was sind die Unterschiede, so ganz grob gesprochen, zwischen den Zeugen Jehovas und den Katholiken, was den Glauben angeht? Also wir hatten quasi, dass Missionieren ein wichtiger Bestandteil ist. Wir hatten, dass es so genauere Regelungen dazu gibt wegen medizinischer Vorsorge in Bezug auf Organspende, Bluttransfusionen und solche Sachen. Aber wie unterscheidet sich Ihre Einstellung bezüglich den Heiligen? Das hatte ich nicht im Kopf mehr. Weil die haben ja, glaube ich, auch eine andere Priorisierung davon, wer aus der Bibel wie heilig und wie wichtig ist. Das sind ja die meisten Differenzierungen, die man da ja irgendwie hat. So. Ich lerne übrigens jetzt schon den Nationalismus. Bin ich gut. Ich habe noch keine Strategie, wie ich die... Wie ich die Demokratie bekomme. Missionieren ist beim Katholizismus auch ein wichtiger Bestandteil. Zeugen des Jehovas sind sogenannte antitrinitäre Christen. Das bedeutet, dass sie nicht an die Göttlichkeit Jesu glauben. Das ist der wichtigste Unterschied. Heiligenverehrung jedweder Art würden sie auch absolut ablehnen. Geil, danke schön. Also für alle, die sich fragen, wer das kommt, Karim ist ein Stammzuschauer, ich würde sagen, mittlerweile Stammzuschauer von mir und studierter Religionswissenschaftler. Ja, der ist super interessant. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig. Aber der kommt immer super interessante Sachen zu denen und auch einfach ein bisschen fundierter als meine religiöse Verwirrung. Ja, der gute Mann ist tatsächlich ab und an auch schon zu mir übergeschwappt. Und ich fand es auch immer sehr interessant. Ja, ich habe es richtig. Wundervoll. Wundervoll. Okay, offensichtlich bekomme ich leider keine Rettung und Vergebung durch Jesu, weil nur Jesu kann die Menschen retten. Ich wäre dann einfach mal nicht rettbar. Aber damit kann ich mir das in meine Twitter-Bio schreiben? Nicht zu retten? Fände das gut. Ich war als Kind bei den Zeugen Jehovas. Die glauben, dass 144.000 Auserwählte in den Himmel kommen und der Rest auf einer wiederhergestellten Erde lebt. Interessant. Das ist nett, Jehovas, danke schön. Mir ging es gerade nur um den Unterschied, quasi, um den halt Unterschied zu verstehen. So. Ich kann halt irgendwie probieren, hier eine Revolution der Grundbesitzer einfach zuzulassen und zu hoffen, ich krieg sie niedergeschlagen. Aber das weiß ich ja vorher nicht. Vielleicht sind die viel zu mächtig und ich werde dann vernichtet. Das ist ja auch nicht, was wir hier wollen. Ne? Also ihr fändet das sicher lustig. Die 144.000 sind der sogenannte gesalbte Überrest, die dann die Regierung im Himmel bilden sollen. Und wenn man es glaubt, die jetzige irdische Organisation leiten. Jetzige irdische Organisation. Boah, ich bin so froh, dass ich neben den ganzen Dingen und Regeln und Gesetzen, an die ich mich halten muss, nicht auch noch Angst davor haben muss, dass ich irgendjemanden im Jenseits verärgere.
Das wäre ein Stresslevel, auf das hätte ich nicht so Bock. Oh, mein Thronfolger ist der orthodoxen Kirche anhängig. Ja, geil. Das heißt, du musst eigentlich nur skippen auf deinen Thronfolger. Du könntest versuchen, die Leute so krass zu verärgern, dass du abgesetzt wirst. Ja, verdammt, die orthodoxe Kirche ist aber auch gegen die Demokratie. Wozu möchtest du die denn überhaupt haben? Wer möchte denn Demokratie haben, Maurice? Wir müssen zurück zu unseren Vorvätern, Pia. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Das. Jesus hilft. Ach so, halt, das war was anderes. Ihr seid ja orthodox. Ja, aber selbst das wollen wir eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir zurück zu Zeus. Ach so, ja, dann hilft dir Jesus eher weniger. Ja, wirklich gar nicht, Jesus, ehrlich gesagt. Mit Jesus kommst du nicht zu Zeus, glaube ich. Jesus hilft außer euch, ihr Heiden. Ja, seid wirklich alle Mairi. Das war gerade der reaktionärste Demokratie-Pitch, den ich je gehört habe. Maurice ist talentiert. Du wirst gefeiert in meinem Chat auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, ich könnte, wenn ich wollte, so richtig abcashen als so ein rechter Hassprediger. Also, wenn ich halt einfach alle Ehen über Bord werfen würde, einfach mal sagen würde, ich mache jetzt so einen YouTube-Kanal, wo es nur täglich darum geht, wie Frauen unser Marvel. Ach, du meinst in echt, nicht im Spiel. Nein, ich meinst, es ist in dem Fall sogar wirklich in echt. Wenn ich wirklich mal, sage ich mal, zumindest hoffentlich einigermaßen rhetorische Talent, das ich besitze, das ich sonst investiere, um mich über Diablo Immortal aufzuregen, wenn ich das einsetzen würde, um mich über die Frauen und die linkswoke Cancel Culture aufzuregen und halt wirklich einfach so all meine eigenen Überzeugungen über Bord werfen, einmal gucken, ich will einfach nur reich werden und Leute melken mit meinen eigenen Supplements oder sowas. Ich glaube tatsächlich, ich könnte da ziemlich was abkassieren, wenn ich halt keinerlei Standards oder Moral oder sowas hätte. Das glaube ich dir. Aber du hast tatsächlich Moral, wenn es nicht im Spiel ist. Das ist das Problem. Ja, es ja, ich würde das jetzt nicht unbedingt als Problem bezeichnen, Maurice. ja, aber quasi, es verbaut mir den Weg zu schnellem Reichtum, Pia. Ah. Aber dafür haben wir jetzt hier den intensiven Ackerbau, das ist auch ein Weg zu schnellem Reichtum. Wie zum Geier werde ich jetzt demokratisch? Es ist schlimm. Weil das Problem ist, wenn ich die Grundbesitzer aus meiner Regierung schmeiße, dann bin ich so illegitim, dass ich keine Gesetze mehr beschließen kann. Du könntest halt damit anfangen, in deine GameStar-Videos heimliche hetzerische Nachrichten zu hinterlassen. Das wäre richtig schurkisch. Ja. Die so passiv reinzubauen, wie so Rätsel. Ich möchte nicht solche Ratschläge geben. Aber das fiel dir jetzt schon relativ schnell gerade ein, ne? Ja, weil ich musste an die YouTuber denken, denen, also die Probleme mit Stalkern hatten, weil die gedacht haben, dass die YouTuber heimliche Nachrichten in ihren YouTube-Videos für ihre Stalker quasi hinterlassen. Und was ist, wenn man das wirklich macht? Die Maurice-Illuminaten. Ja. Hast du nicht auch erzählt, dass du das auch ab und an hattest, dass irgendwie Leute kamen, so du, ich weiß ja, dass du auf mich stehst, du hast ja das heimlich mal so hier quasi diese eine Aussage. Zwei. Ich hatte jetzt in den 8,5 Jahren, wo ich Influencerin bin, hatte ich zwei Dudes, die auf so einem unangenehmen Level eine parasoziale Beziehung zu mir aufgebaut haben, dass sie literally dachten, dass meine gesamte Kommunikation auf sie bezogen ist.
Und einer, der über, also der, den habe ich sicher 10-mal gepermabannt in meinem Twitch-Chat und das hat sich über 4,5 Jahre gezogen, bis das letzte, also bis ich quasi dann das letzte Mal einen Account von ihm rausgenommen habe. Das war schon krass. Das war schon echt unangenehm. Vor allem, weil das beides Leute waren, die ich noch nie persönlich getroffen habe, ne? Also nicht mal irgendwie so, dass man sagt, okay, man kennt die irgendwie bei einem Event oder sowas oder hat die, ne? Also komplett nur übers Internet. Das ist so absurd, finde ich. Also, dass das existiert überhaupt. Und vor allem auch so kommen ist, dass ich wahrscheinlich... Also du könntest gerade jede x-beliebige Streamerin wahrscheinlich sagen. Und ich stelle dir die Frage, hattest du nicht mal so einen Typen, der voll weird sich in dich verknallt? Ich würde wahrscheinlich sehr wenig Nein bekommen. Ich glaube, du kannst jede x-beliebige Frau fragen, hattest du nicht schon mal einen so einen Typen, der richtig weird war, dir gegenüber? Und jede x-beliebige Frau wird in irgendeinem Kontext sagen, ja, da war mal dieser eine weirde Typ und wird dir eine Geschichte erzählen. Das tatsächlich auch, ist wirklich so. Aber ich finde es halt noch mal bemerkenswerter, eben bei diesem, dass selbst dieses Parasoziale, ich kenne die Person nur über den Bildschirm, dass es selbst da weit verbreitet genug ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Ist schon krass. Also ist schon echt auch unangenehm. Aber hey, ich weiß jetzt von einigen männlichen Kollegen, dass die auch echt auf einem unangenehmen Level Nachrichten bekommen. Also ich habe jetzt nicht erst einmal gehört, dass männliche Influencer zum Beispiel auch einfach Nacktbilder zugeschickt bekommen von wildfremden Frauen. Oder Sexangebote und keine Ahnung was. Und mir schreiben immer wieder, also gerade erst letzte Woche gab es diese Debatte, dass ich ja gesagt habe, dass ich meinen Teil im Haushalt erledigt habe und jetzt Feierabend mache. Das habe ich gesehen. Und ich hatte 2 Frauen in den PNs, die mir wirklich Wort, und es waren aber keine Fake-Accounts, also wirklich Frauen, wo du aufs Profil gehen kannst und die hatten eine Reihe von Bildern von sich und irgendwie auch Freundinnen getaggt, also die wirklich so, dass die sich nicht mal genieren, sich zu zeigen, die mir wirklich geschrieben haben, dass ich Kalle nicht verdient hätte und dass sie für Kalle hoffen, dass er noch eine richtige Frau gerät, die ihn zu schätzen weiß und keine Ahnung was alles. Aber du auch denkst so, okay, spannende Geschichte. Weil du nicht genug für ihn im Haushalt Ja, weil ich glaubst. Nicht den gesamten Haushalt gemacht habe, ja. Fascinating. Ja, das ist schon spannend. Das ist schon, ja. Fascinating. Wie wundervoll, dass die Welt so ist. Ich hab am Abend zu Kalle auch gesagt, du, hey, falls ich dir nicht genug Haushalt mache, ich habe jetzt 2 Bewerberinnen gefunden, die wollen deinen Haushalt machen. Nur so, falls du Interesse hast. Stellt sich heraus, hat er nicht, aber ich wollte es ihm jetzt auch nicht vorenthalten. Ja, nee, also man muss ja die Möglichkeiten haben, die man im Leben sich so bieten, ne? Und du vielleicht auch für, ja, könntest 2 willfährige Haushaltssklaven haben. Aber ich weiß nicht, ob du die gleichzeitig haben kannst. Ich weiß nicht, ob die so ein Fan von, ich glaube, du musst dich schon entscheiden für die eine richtige. Aber du hättest immerhin Auswahl. Ja. Und die sind auch nicht so egoistisch und wollen eine eigene Karriere haben, wie deine jetzige Freundin. Oh ja. Also. Ja. Ja, hat schon was. Kalle könnte uns über Twitter nicht nur über Stuhlgang, sondern auch über Klopützen unterrichten. So für den Überblick über die Haushaltsarbeit. Oh mein Gott. Ja, ich werde ihm das heute mal vorschlagen. Es ist sehr faszinierend. Oh, das Internet. Das Internet ist so ein schöner Ort. Es ist echt... vor allem... Wie es halt irgendwie für jeden dann, also für jedes Thema gibt es Leute, denen das irgendwie so wichtig ist, dass sie sich halt so getriggert fühlen. Also
ich würde ja jetzt niemanden verurteilen, wenn einvernehmlich, sage ich mal, ein traditionelleres Lebensmodell gelebt wird, wo die eine Person den Job macht und die andere den Haushalt. Ja. Aber dass du halt wirklich, dass es dir so wichtig ist, dass du x-beliebige Influencerin tweetet irgendwas, was in vage in Richtung von heute konzentriere ich mich mal nicht voll aufs Haushaltsmachen. Und du bist so wütend darüber, weil es dir so wichtig ist, dass, nein, also für mich ist es doch, alle Frauen, inklusive mir selbst, müssen das tun. Sollten dafür leben, ihrem Mann im Haushalt zu dienen. Ja. Und das ist mir so wichtig, dass wenn ich irgendwie vage mitbekomme, es gibt irgendwo in der Welt gerade irgendeine Frau, die das gerade nicht macht, dann muss ich der schreiben. Kennst um du sie dazu den... zu bringen, jetzt in diesem Moment solltest du deinem Mann ein Schnitzel machen, so wie ich gerade. Aber ein echtes Schnitzel bitte, Maurice, ne? Ja, nicht natürlich. Diese Fake-Chemie-Scheiße. Nee, natürlich. Fleisch, Fleisch brauchen also wir. Ich finde das halt so absurd. Also, ich weiß nicht. Kennst du den Trend mit den Stay-at-Home-Girlfriends von TikTok? Also ich weiß, dass es allgemein diese Tradwife-Stay-at-Home-Girlfriend-Bewegung gibt. Aber ich kenne jetzt nicht diese konkrete TikTok-Ausprägung, die du wahrscheinlich gerade meinst. Erleuchte mich. Es gibt auf TikTok explizit Influencerinnen, also TikTokerinnen, dessen gesamter Inhalt baut sich darauf auf, dieses Stay-at-Home-Girlfriend-Leben zu idealisieren, zu romantisieren und quasi zu missionieren auf TikTok und andere Frauen davon zu überzeugen, dass das der einzig wahre Lebenssinn ist. Und die Problematik, und es ist halt das auch, was du gesagt hast, die Problematik ist nicht, dass du ein, sag ich mal, konservativeres Lebensbild hast oder auch vielleicht auch ein modernes, wo ein Lebenspartner zu Hause bleibt und der andere arbeiten geht. Es kann ja viele Gründe geben, warum das passiert. Du hast zum Beispiel Kinder oder jemand ist krank oder jemand möchte sich in seinem Leben gerade mehr auf sich konzentrieren. Es gibt ja viele unterschiedliche Gründe, warum das ja durchaus auch funktionieren kann und zu respektieren ist. Aber bei diesem Trend geht es explizit darum, dass man den Frauen nahelegt, dass es ihre Aufgabe ist, sich dem Mann unterzuordnen und ihm quasi ihre Lebensrealität daraus besteht, das zu verkörpern und zu werden, was er potenziell wollen möchte. Das heißt, sie geben dir nicht nur Tipps dazu, wie du den Haushalt zu machen hast und dass es wichtig ist, dass du schön und attraktiv bleibst, damit du für den Mann interessant bist. Die Tipps gehen hin bis zu, du hast mit ihm immer Sex zu haben, wenn er Sex haben möchte, weil das ist deine Pflicht. Du hast ihm nicht zu widersprechen, weil er sollte das letzte Wort haben, weil eigentlich stehen Frauen ja auf Männer, die sich durchsetzen. Du sollst versuchen, dem Streit aus dem Weg zu gehen, weil wenn du dich mit ihm streitest, wird er dich verlassen für eine Frau, die femininer ist und ihm zustimmt. Und es geht halt komplett in diese Masche. Und das endgültige Ziel, das quasi suggeriert wird, ist, dass dein Partner dir irgendwann ein Kind macht und dich heiratet, damit du damit dann abgesichert bist. Und alles drumherum baut sich nur darauf auf, wie verhinderst du es, dass er dich verlässt. Es ist richtig schwül. So. Also das geht weit über, bitte staubsaug einmal die Woche hinaus. Und das aber so von jungen Anfang 20-jährigen Frauen. Ne? Also nicht irgendwie so, dass man sagt, okay, das ist Walter, 75, der sich eine bessere Zeit zurückwünscht. Das sind Influencerinnen, die sind 22, 23 Jahre alt und erklären, dass das ihr Lebenssinn ist und dass alle Frauen so leben sollten. Es ist richtig gruselig. Ironischerweise aber, während sie selbst Karriere machen. Also wenn du ja, aber auch nur damit, ne? Also auch nur damit, dass sie das halt zeigen. Und du musst ja auf TikTok, um Reichweite zu haben, musst du ja kein Geld verdienen. Ja, aber jetzt mal ehrlich, Pia, das ist jetzt schon, finde ich, ein wichtiger Punkt, dass jede Sekunde, die damit verbringen, ein TikTok-Video zu machen und anderen Frauen zu erklären, dass sie für ihren Mann Schnitzel machen sollen, machen sie keinen Schnitzel. Eine Sekunde, in der sie ihrem Mann selbst gerade keinen Schnitzel machen würden. Ja. Also wäre ich ein dominanter, traditioneller Mann, der mit einer von diesen Frauen zusammen ist, würde ich da aber schon mal ordentlich ein Machtwort sprechen. So, Mädel, wo ist mein Schnitzel? Guck mal hier, der Boden ist nicht gesaugt und du hockst hier rum und machst irgendwelche TikToks. Also, was ist denn hier Sache? Das war doch eindeutig der Deal, dass du gefälligst dein ganzes Leben damit verbringst, mir zu Diensten zu sein.
Und jetzt holst du dir hier Social Media Klicks für deine Validierung ab, wo du doch existierst, um mich zu validieren. Oh. Also da muss man schon, finde ich, mal ganz klar mit rationaler Argumentation diesen Damen ins Gedächtnis rufen, was Sache ist. Du, das ist absolut korrekt. Ja. Auf jeden Fall, dem habe ich nichts entgegenzusetzen. Außer überleg dir mal, wie viele Menschen das, was du gerade aus Ironie erklärt hast, ernsthaft glauben und wie viel schlimmer diese gelebte Realität dann für die Frauen aussieht, die keine TikTok-Accounts haben und so leben. Ja, leider. Das, Dieses resignierte Ausatmen. Ja, es ist, Aber witzigerweise, das meine ich vorher, weißt du, so... Und auch mit jedem TikTok-Clip stirbt irgendwo ein Schnitzel auf dieser Welt. Entschuldigung, ich musste dich kurz unterbrechen, Gott. Um diesen Moment festzuhalten. Das ist großartig. Ja, das stimmt. Alter, was wäre nur los, wenn die wüssten, dass mein Freund mir heute Essen zur Arbeit gebracht hat? Oh ja, oh. Ja, aber auch da wieder, ne? Jetzt stell dir mal vor, wenn du dein Charisma in den Dienst, also völlig schamlos in den Dienst dieser Bewegung stellen würdest, wie viele TikTok-Klicks du hättest, Pia? Das ist genau, was ich vorher meinte. Ja. Ja. Endlich! Selbst die zieht endlich ein. Geil. Lasst uns ihre Sportsupplements kaufen und ihren Treadwife Merchandise, um sie zu unterstützen in ihrem wichtigen Kreuzzug. Du könntest so reich sein, Pia. Boah, ich glaube gar nicht, dass ich mit sowas reicher wäre, als ich so bin. Also ich glaube nicht, dass ich mit sowas mehr Geld verdienen würde, weil die Sache ist ja, also ich mache das ja so auch schon seit 8,5 Jahren und die Sachen kriegen ja Reichweite, aber die bekommen ja nicht zwangsweise bessere Partner, Partner in Bezug auf Firmen und so weiter. Das stimmt. Ich meinte damit, weil jetzt die Leute sagen, Pierre-Conf Milliardär, nee, darum geht's nicht. Es ging um einfach die Steigerung reicher, weil die Frage war, wie reich könntest du sein? So, und ich glaube einfach nicht, dass ich mehr Reichtum hätte, wenn ich das machen würde, weil ich habe ja echt, also das, was mich als Influencerin momentan trägt, sind ja einfach Partner, Werbepartner, die hinter dem stehen, was ich mache und dadurch, die ich auch meine Angestellten bezahlen kann. Und ich glaube, dass ich jeden einzelnen Partner, den ich gerade habe, verlieren würde, wenn ich das machen würde. Ich meine, ich bin mit The Female Company verpartnert. Das ist eine feministische Firma, gegründet von Frauen, um die Stigmatisierung von der Periode und des weiblichen Körpers aufzubrechen. Ich glaube, das braucht keine 10 Stunden. Da habe ich eine Kündigung für die Partnerschaft, wenn ich sowas mache. Das stimmt, ja. Und ohne Sponsoren hast du halt auf TikTok noch nicht wirklich Geld, ne? Anders wird's, wenn die Monetarisierung bekommen, so wie YouTube. Dann wird's wild. Aber recht oft haben die dann sicher auch YouTube-Kanäle, oder? So Lauren Southern und sowas. Boah, machen dann damit vielleicht Geld. Ich glaube, um die Leute von TikTok zu YouTube rüber zu bekommen, musst du schon in irgendeiner Weise einen Kultstand haben und auch echt mehr machen. Auf TikTok gehen ja auch einfach einzelne Phänomene viral, für die sich Leute abseits davon nicht zwangsweise dann so krass interessieren, ne? Also auf TikTok verdient man nichts. Auf TikTok, du hast keine Werbeeinblendungen bei TikTok. Das heißt, wenn du keine Werbung aktiv machst mit deiner TikTok-Reichweite, verdienst du mit TikTok kein Geld. Oder ich wüsste zumindest nicht wie bis jetzt. Außer du machst hast du diese Geld-Battles mitbekommen von gescheiterten Influencern, die sich dann das ist richtig unangenehm. Die haben sich in TikTok. Weißt du, ich habe ja schon ein zynisches Weltbild, Pia. Ich muss das mal einwerfen. Bei dir lerne ich immer noch so viel Faszinierendes, wie viel Absurdität es auf der Welt gibt.
Shoot, also komm, give me the worst. Geldbattles von gescheiterten Influencern. Ich habe jetzt schon Dinger im Kopf, aber ich bin sicher, du übertriffst das jetzt gleich nochmal. Ich werde das immer treffen, weil ich das gehört habe. Da dachte ich auch, es ist irre. Es gibt Battles von quasi gescheiterten Influencern, die sich zusammen in so einen Co-Stream bei TikTok setzen. Und dann geht es darum, wessen Community welchem Influencer mehr Geld spendet. Und der, der weniger Geld bespendet bekommt, muss sich halt demütigen. Und deswegen hat KuchenTV zum Beispiel sich in einem Livestream mit mehreren tausend Leuten dazu bereitwillig erklärt, seinen eigenen Kopf gegen den Kühlschrank zu schlagen. Mehrfach. Weißt du, früher gab's Ich bin ein Star, Hilfe, holt mich hier raus von RTL, wo Z-Promis sich von TV-Sendern demütigen haben lassen und man sich noch irgendwie hätte einreden können, boah, ey, die Armen, wer weiß denn, was für Knebelverträgen die drin sind, dass die sich so öffentlich bloßstellen lassen. Heute gibt's TikTok und die Leute sind so, oh ja, ich lass mich demütigen für Geld, weil was anderes kann ich nicht. Es ist schlimmer, dass Leute das machen. Oder dass da trotzdem noch sich Leute finden, die da hocken und Geld reinballern, um ihren Helden davor zu retten, seinen Kopf gegen den Kühlschrank tragen zu müssen. Wirklich, wirklich, ey. Monte war auch bei sowas dabei. Wo bist du im Leben falsch abgebogen, wenn... Also... Ich meine, hier wurde auch schon Geld für Unsinn ausgegeben. Ich will es ja nicht sagen. Hier wurde Geld dafür ausgegeben, dass ich im Kleid streame. Ich will jetzt nicht sagen... dass ich über allen Einbruch von Seriosität erhaben bin, sagen wir so. Aber ich werde nie um Subs betteln, damit ich nicht meinen Kopf in den Kühlschrank schlage. aber vielleicht den Tisch, Maurice. Vielleicht nicht den Kühlschrank. Aber vielleicht subt jetzt bei Maurice rein, damit er sich nicht den Kopf am Tisch anschlägt. Das ist wirklich... Weil gerade auch im Chat drinnen stand... aber KuchenTV ist noch nicht relativ erfolgreich. Ich dachte, der Typ ist immun gegen alles. Um das vielleicht ein bisschen zu klarifizieren, mit gescheiterte Influencer meine ich meine persönliche Definition von gescheitert. Das hat nicht zwangsweise was damit zu tun, wie viel Geld du auf dem Konto hast oder wie viel Followerschaft du hast. KuchenTV ist meines Erachtens nach eine gescheiterte Internetpersönlichkeit. Wirklich, in allen Ausmaßen. Ja, das absolut richtig. und tatsächlich ist übrigens im Client-Streamen keine Demütigung, aber ich sag mal, es war nicht der seriöseste Stream, wo ich hier alberne Dating-Sims gespielt habe. Ich im Anzug, Mary im Kleid und dann Subs reingeballert wurden, damit wir diese Outfits tauschen. Das meinte ich damit. Ich sage nicht, dass es eine Demütigung war, aber ich sage, sage ich mal, an diesem Tage habe ich mein Geld nicht unbedingt mit seriösem Gaming-Journalismus verdient. Ist vielleicht, wie man es formulieren sollte. Und deswegen will ich auch nicht zu weit gehen im Sinne von, ne, man darf nur auf seriöseste Weise sein Geld verdienen. Das ist so ein wenig, wie ich das meinte. Wichtige Klarstellung tatsächlich. Aber, und der Clyde-Stream war ein großes Highlight und absolut würdevoll. Ja, was ist ja ein großer Unterschied, ob man sich selber nicht zu ernst nimmt und ein bisschen auf die Schippe nimmt und da als Community einfach was Lustiges erlebt oder ob man sich in einen TikTok setzt und sagt, wenn ihr mir nicht mehr Geld spendet als dem anderen da, verletze ich mich selbst im TikTok. Richtig. Das ist ja schon nochmal ein Unterschied. Ja, du bringst es nochmal besser auf den Punkt als ich. Exakt. Ja, das, es ist halt, ja genau, KuchenTV ist der, der seine Freundin geschlagen hat, dann doch nicht geschlagen hat, dann doch, dann hat er seine Katze geschlagen, dann doch nicht, dann doch, dann war es ein Prank, dann war es ein soziales Experiment, dann hat seine Freundin gesagt, dass es gar nicht so schlimm war, dann hat sie es doch wieder gestört und jetzt ist es basically Schrödingers Gewaltanzeige. Hat er sie geschlagen? Hat er sie nicht geschlagen? Wir wissen es nicht. Vielleicht war es auch ein soziales Experiment. Die Bubble nimmt es nicht so ernst mit Gewalt anderen Menschen gegenüber. Ich habe allmählich so ein bisschen das Gefühl, dass der ganze Ansatz dieses Streams, eine schlimme Gesellschaft in Victoria 3 zu bauen, komplett fehlgeleitet ist, weil wir eh nicht an die Absurdität reinkommen, die einfach so täglich im Alltag passiert, in der echten Welt.
So, ich will jetzt mal ein schlimmes Gesetz beschließen. Geht zu den Gesetzen, das ist besser. Ich will ein schlimmes Gesetz beschließen und sie lassen mich nicht. Warum? Warum ist mein Volk nicht für den Ethnostaat? Das ist doch eine geile Sache. Sie erlauben mir die nationale Überlegenheit, das schon, aber nicht den Ethnostaat. Und ich finde das nur so mittelgut. Vielleicht muss ich mich an den Ethnostaat herantasten. Kriegen wir vielleicht irgendwie... Dankeschön, quasi. War das mit dem Schnitzel eigentlich absichtlich auf den Schneeblutag bezogen? Nee, das sagt mir gerade gar nichts. Du kennst den Schneeblutag nicht? Oh Gott, ich muss aufhören. Hör auf hier! Weißt du, ich habe eh schon wenig Vertrauen in die Menschheit. Und dann kommst immer du noch an. Aber der Schneeblutag ist zumindest lustig. Ja, lustig ist das alles auf irgendeine gewisse Art und Weise. Der Schneeblutag ist der Schnitzel- und Blowjob-Tag und der ist offiziell eingetragen. Schneeblutag. Natürlich. Ja, natürlich. Ich glaube, das kenne ich sogar. Ich habe es nur noch nicht in dieser putzigen Verharmlosung je gehört. Der Schneeblutag, das klingt so lustig, das klingt so sympathisch irgendwie so. So ein bisschen putzig auch. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Den Zusammenhang musst du jetzt erläutern. Da gibt es nicht so viel Komplexität dahinter. Es ist einfach ein Tag, an dem Männer sich Blowjobs und dazu Schnitzel von ihren Freundinnen wünschen. Und dafür gibt es einen offiziellen Tag. Und der wird tatsächlich in einigen Internet-Subkulturen gefeiert. Und dann erzählen Männer sowie Frauen voller Begeisterung, dass sie ihren Schneeblutag heute feiern. That's it. Da ist nichts Kompliziertes dahinter. Ich meine, sind beides schöne Dinge irgendwo. Muss man ihnen einen kombinierten Tag widmen? Weiß ich nicht. Vor allem einen Tag, der dann ja zur aktiven Einforderung dessen dient. Weiß nicht. Einen Monat nach dem Valentinstag quasi als Retour. Okay. Man merkt, Maurice lernt gerade neue Dinge. Ich überlege gerade, das war auch mein Gedanke, ich überlege gerade, was die Frau für einen Tag bekommt. Aber anscheinend ist wohl, also... Ach, die Frauen sind so privilegiert in ihrem Leben, Maurice, die brauchen so einen Tag gar nicht. Die haben... Anscheinend ist ja der Valentinstag soll ja der dann eben sein. Die dummen quasi, Puten, ne? Haben also ihren Valentinstag, da kriegen sie auch mal Blumen und dann reicht's auch wieder für ein Jahr. Ja, würde ich jetzt, wo wir gerade schon in diesem Spiel sind, weiß ich nicht, ob das eine faire, gleichwertige ökonomische Transaktion ist. Ich gebe einen Blumenstrauß und fordere dafür Schnitzel und Blowjob ein. Also muss ich jetzt tatsächlich sagen, selbst als die Partei, die ja in dieser Gleichung auf der profitierenden Seite wäre, Rosen sind schon teuer. Rosen sind schon wirklich teuer, ja. So ein Rosenstrauß kann schon teurer sein als ein Schnitzel. Vor allem, wenn du dir kein gutes Qualitätsschnitzel holst, sondern so ein Budget-Schnitzel aus einem deutschen Supermarkt, dann ist der Rosenstrauß schon wesentlich teurer. Ich meine, aber man muss ja sagen, also da würden ja jetzt, ich glaube, deine Beziehung hat dann aber ein tieferes Problem, wenn der Valentinstag und der Schnitzel- und Blowjob-Tag beide sich damit unterbieten, wer die entsprechende Dienstleistung wie billig bekommt. Also dann gibt es am Valentinstag billige Plastikblumen, dann gibt es am Schneeblutag irgendwie, ich weiß nicht, einfach so ein billiges Schweineschnitzel von der hiesigen Dönerbude und vielleicht noch irgendwie ein Flashlight oder sowas. Dann hast du ja größere Probleme als ne? Also ich finde das Kommentar von Gossenbruder in meinem Chat, Name auch großartig übrigens, perfekt. Das löst das gesamte Problem und das Debakel, das wir gerade haben. Die Frau ist doch wichtig am Schneeblutag.
Stimmt, warum will die Frau eigentlich einen eigenen Tag haben? Die ist ja ein wichtiger Bestandteil des Schneeflotags. Der ist ja auch was für sie. Ist ja auch eine Ehre, wenn man den Schneeblotag als Frau feiern darf. Stell dir vor, du könntest den Schneeblotag nicht feiern. Wird immer schlimmer hier. Das wird immer schlimmer hier. Es können ja auch beide ein Schnitzel kriegen, wird bei mir. Ich finde schon, ja, Menschheit ist egalitär und progressiv. Stimmt, und das gibt's auch unter Männerpartnerschaften. Stimmt. Tatsächlich finde ich, dass Schneeblotag in einer homosexuellen Beziehung tatsächlich nach was Romantischem klingt, weil dann klingt es wirklich nach einem sexuellen Exchange und nicht nach einer Dienstleistung, aber ja. Tatsächlich wird es da dann zu einem ökonomisch gleichwertigen Austausch. Das stimmt. Ja. Dass zwei schwule Männer, die gemeinsam den Schnee... Ja, siehst du, dann wird es wieder okay. Was sind das für Gespräche heute, ey, wirklich? Du bist schuld, Pia. Ich wollte einfach nur hier in Ruhe die Sklaverei wieder einführen. Was die sowas an? Ich wollte nur die Sklaverei wieder einführen. Das ist schlimmer als sonst. Ja, das Problem ist, glaube ich, dass wir einfach zu lange nicht mehr zusammen gestreamt haben. Da ja. haben sich Dinge angestaut. Ja. Ich habe eure gemeinsamen Streams vermisst, wird geschrieben. Ja. Ich auch. Ich dachte bis eben, dass man Schnitzel oder Blowjob bekommt, nicht beides. Na, aber es ist ja exit der Und-Tag. Es ist also, ja nicht der Oder, es ist ja nicht es Schnitzel ist ja nicht der oder. Schnitzel- und Blowjob-Tag. Der Schnitzel- und Blowjob-Tag. Wobei ich mag immerhin so ein wenig die pragmatische Benennung. Also, ich meine, ist ein bisschen unromantisch, aber Valentinstag ist ja und nicht Blumen- und Pralinentag oder sowas. Ne? Also ich mag irgendwie so die konkrete, ich weiß nicht. Und was machen die veganen Männer? Ja, es gibt ja vegane Schnitzel. Also tatsächlich ist, was das angeht, kann der Schneeblotag modern, progressiv gefeiert werden. Ja, aber Karim, dann wird das zu gleichberechtigt. Das ist mir zu woke. Also wenn wir bei Blowjob jetzt auch den Kunilingus mit einbeziehen, dann ist mir das, also das ist woke Gender-Gaga-Scheiße. Nee, das will ich nicht. Dann feiere ich den Schneeblotag nicht mehr. Dann hätten Frauen, nee. Also wirklich. Man kann es auch übertreiben. Aber der Valentinstag ist ja auch nur von Blumenhändlern erfunden. Die waren halt kreativer als irgendwelche Typen. Das stimmt, ja. Aber vielleicht auch im Branding schlechter. Ne? Also Branding ist ja auch dann gut, wenn es sehr klar aussagt, worum es geht. Oh, es gibt am 14.04. gibt es auch den Kuchen- und Kunilingustag. Warum bekommen Frauen okay. Kuchen und kein Schnitzel? Ich meine, ich mag Kuchen auch lieber als Schnitzel, aber das tut mir halt voll leid für euch. Also vielleicht in dem Fall halt ist die Alliteration ja irgendwie ganz, ganz praktisch so. Können wir mal eine Umfrage in meinem Chat machen, ob die Leute lieber einen Kuckuck oder einen Schneeblutag wollen? So, ich muss ganz kurz mich um wichtige politische Angelegenheiten kümmern. Ich versuche nämlich jetzt gerade die Leibeigenschaft wieder einzuführen. Habe ich die nicht sogar? Das sollte ich auch machen. Warum kann ich das nicht machen? Die Grundbesitzer haben doch sogar Bock drauf. Ah, ich brauchte andere Wirtschaftssysteme. Was ist denn ein Wirtschaftssystem, das zu uns passt? Schnitzel. Traditionalismus klingt doch nach altem Griechenland. Oder Agrarismus. Wo kann ich nochmal meine Baugebäude, damit ich dann effizienter bauen kann, erhöhen?
Was brauche ich dafür nochmal? Also, dass ich mehr Bautruppen bekomme? Unter Gebäude und dann Bauvorhaben ganz rechts. Nee, unter Entwicklung sind die, glaube ich. Und dann Bausektor. Ah, da unten. I see, das habe ich übersehen vorhin. Dankeschön. Den wollen wir auch noch einmal. Hey, ich finde das schlimm. Ich kann hier irgendwie keine Gesetze erlassen, die mich dem traditionellen Griechenland näher bringen. Oh, Leute, ja. Wir haben jetzt das Gesetz Leibeigenschaft. Ich will jetzt mal die Romantik erforschen. Intellektuelle, Landbewohner, Industrielle und Gewerkschafter finden es richtig scheiße. Die Gewerkschafter und Intellektuellen radikalisieren sich, aber die Grundbesitzer finden es gut. Die sind ja auch super. Also abgesehen von bei mir, wo sie halt die Demokratie blockieren. Oh, die sind wütend auf minus 10, die Gewerkschafter. Ja, die sollen sich nicht so anstellen. So, wir haben wieder Leibeigenschaft, das ist Weltklasse und... Da wird noch geschrieben, und niemand fällt auf, dass Singles an eben diesen Tagen benachteiligt werden. Ja, das ist natürlich, kommt noch dazu, aber das ist ja auch schon bei bestehenden Sachen wie dem Valentinstag so, dass das auch immer ein schöner Reminder ist, wenn du gerade Single bist. So, meh, ne? Aber grundsätzlich finde ich Pärchentage schon irgendwie legitim. So, wenn sie ein fairer ökonomischer Austausch sind, wie gesagt. Das haben wir etabliert hier in Victoria. So, die Frage, die sich mir jetzt stellt, kann ich Gewerkschaften generell verbieten, einfach, dass die dann nicht mehr existieren? Ich kann die, glaube ich, nicht komplett verbieten. Ich kann die nur in Grund und Boden diskriminieren. Ich glaube, du kannst halt die Interessensgruppe Gewerkschafter kannst du halt unterdrücken. Ja. Dass da weniger Leute hingehen. Aber ich kann sie nicht wegmachen. Ja. Gewerkschaften verbieten, wo bin ich hier? Ich nehme mir meine Twitter-Kommentare zu Herzen. Ich bin eine Extremistin, deswegen versuche ich mich jetzt erstmal wieder zu beruhigen, indem ich Leibeigenschaft wieder einführe. Oh, Schuldsklaverei. Ja, da würde ich halt gerne hin, aber das will niemand. Will ich Erbsklaverei, Schuldsklaverei oder Sklavenhandel? Ich glaube, die Hauptherausforderung ist erstmal, eine davon zu kriegen, weil dann kriegst du eine Interessensgruppe, also dann werden die Grundbesitzer werden dann pro Sklaverei und ab da haben sie Bock drauf. Aber dafür muss man erstmal hinkommen, ne? Genau, und das ist gar nicht so leicht, weil grundlegend wohl niemand dafür ist. Anscheinend brauchst du irgendwie einen, du musst ein bisschen Glück haben, dass irgendeine Interessensgruppe einen Anführer bekommt, der Bock auf Sklaverei hat. Meiner ist leider gemäßigt und hat keine Haltung. Das ist, bei mir hat übrigens Schnitzel gewonnen gegen den Kuchen mit 60%. Oh, ich habe immer noch keine Umfrage, leider. Ich glaube, meine Mods sind nicht mitbekommen. Sehr proaktiv, auch wenn sie gerade entsetzt sind. Wie konnte der Kuchen verlieren? Alina ist entgeistert. Erbsklaverei, dann kommt deine ganze Familie nicht mehr raus. Das klingt schön. Ja. Dann ist man seiner Familie wieder richtig nah. Zurück zum Ursprung. Genau, da wollen wir ja auch hin. Turtle Squad, ob meine Community Schnitzel oder Kuchen lieber mag. Ja, das ist eine ganz simple Umfrage, aber es ist ganz wichtig. Ich habe eine andere wichtige Frage an dich, Maurice. Will ich sie wirklich hören? Ja. Ja, okay. Auf jeden Fall. Okay. Haben Zombies warme oder kalte Hände? Oh, ich habe diese Twitter-Debatte gesehen. Kalt, würde ich sagen. Wir sind leider nicht mehr befreundet. Oh. Warum nicht? Ja, weil ich das anders sehe. Und ich respektiere keine anderen Meinungen. Okay, aber wie kommt man auf so eine komische Einschätzung? Also, wenn wir nach alten Franchises gehen, hätte ich auch gesagt kalt, weil es da richtige Untote waren. Aber wenn wir nach modernen Franchises gehen, also von I Am Legend bis hin zu The Walking Dead, The Last of Us, 28 Weeks Later und alles, was in diese Sparte geht, dann sind
Zombies eigentlich Menschen, die von einem Virus infiziert werden, der sie quasi zurückholt, nachdem sie sterben. Also ein Virus, der sie tötet und der sie dann wieder zurückholt, nachdem sie sterben. Und in diesem Fall ist es so, dass das Gehirn mit einer geringen Funktionalität weiter funktioniert, aber einfach sämtliche Bereiche, die die Persönlichkeit, das intelligente Denken, das Schmerzempfinden und alles, was in diese Richtung geht, halt abstirbt und tot bleibt. Das heißt, sie haben nur noch ihre Grundfähigkeiten des Laufens und des Hungers und dieses Bedürfnisses zu fressen. Und nach dieser Logik sind sie, wenn auch sie gestorben sind und zurückkommen, weil sich das Gehirn quasi neu startet, sind sie trotzdem in irgendeiner Form am Leben und müssten dadurch ja eigentlich Körperwärme produzieren. Sonst könnten sie sich ja gar nicht bewegen. Wissenschaftlich jetzt nicht vollkommen verkehrt. Und in vielen von diesen Franchises tötest du Zombies zwar immer noch, indem du das Gehirn ausschaltest, weil sie halt kein Schmerzempfinden haben und über dieses Schmerzempfinden hinweggehen, aber du kannst sie auch wirklich einfach komplett zerstückeln und sie zerfallen auch immer weiter auch selbst und können sogar verhungern. Zwar langsam, aber sie können verhungern. Resident Evil, by the way, auch. Trotzdem, auf purer instinktueller Ebene, und was interessiert mich Rationalität, ich finde es gerade faszinierend, dein Chat ist kuchenfreundlich. Ja, wir haben den besseren Chat, offensichtlich. Da gewinnt absolut der Kuchen gegen das Schnitzel mit genau dem quasi Anteil, den bei mir das Schnitzel hatte. Ist das nicht toll? Dankeschön, Exopodus. Faszinierend. Was sagt das jetzt gerade aus? Dass mein Chat mehr Recht hat. Jetzt wollen sogar meine Moderatoren deinen Chat auswandern. Arachno sagt gerade, bei 28 Days Later ist der Virus sogar ein modifizierter Tollwutvirus. Das heißt, die Infizierten sind nicht wirklich tot und müssen aufgrund ihres Infekts eine sehr hohe Körpertemperatur haben. Yes, yes. Und bei The Walking Dead kriegen sie ja zum Beispiel auch richtig hohes Fieber und sterben dann und kommen dann zurück. Vielleicht ist die richtige Frage ja, wie ist kalt und warm erstmal definiert? Sie müssten auf jeden Fall wärmer sein als tot, weil der ganze Körper ja noch irgendwie arbeitet. Aber vielleicht dann, je nachdem, was das für eine Ausführung ist, warm im Verhältnis zum menschlichen lebendigen Körper? Ja. Es fühlt sich einfach nicht richtig an, Pia, muss ich da sagen. Einfach, wir sind ja hier in Griechenland auch eine traditionelle Gesellschaft. Wir glauben an die alten Wege. Deine komischen, modernen, progressiven, warmen Zombies, die passen einfach nicht zu uns. Okay. Ihr komischen Hippies da drüben, ihr könnt das vielleicht haben, aber wir hier, das ist einfach falsch. Das ist. Das respektiere ich. Ich habe nicht mal Argumente wirklich. Progressive, warme Zombies. Aber das ist einfach nicht. Man könnte argumentieren, dass bei der Reanimation das reine Reptiliengehirn übrig bleibt und sie somit zu Kaltblütern mutieren. Das ist sehr weit hergeholt, aber es ist auch sehr bescheuert, finde ich. Aber Säugetiere haben doch nicht ein Reptiliengehirn, das innerhalb des Säugetiergehirns ist. Und Reptilien sind ja nicht automatisch dümmer oder weniger Gehirn als Säugetiere. Also ich glaube nicht, dass die Intelligenz von einem Krokodil zwangsweise geringer ist als die von einem Hamster. Das ist tatsächlich, das könnte ich dir jetzt wissenschaftlich nicht sagen. Der Papst verbietet solche Argumente. Sag mal, Pia, schau mal in deinen Chat. Mein Chat hat mit kalt abgestimmt. Ich muss euch alle bannen. Dein Chat hat dich verraten. Nein. Nein, warum tut ihr das? Dein Chat ist ein Teil der altmodischen griechischen Demokratie hier. Sehr großartig. Nein. Das ergibt keinen kommt Sinn. Kommt zu mir, Pia-Chat. Kommt alle zu mir. Bei mir seid ihr willkommen. Hier gibt's auch Schnitzel.
Ich arbeite daran, mit den Migrationskontrollen die Grenzen zu schließen. Dann war's das mit Kommt zu Maurice. Ah, das ist mir zu viel Logik, Uldi. Was bei vielen Zombie-Filmen unlogisch ist, ist, dass sie komplett ausgeblutet sind, kein Herz oder keine Muskeln haben, aber ihre Bewegungen noch funktionieren. Also müssten Zombies weder warm noch kalt sein, sondern magisch. Ja, aber eindeutig war magisch warm. Zombies sind warm, sehr warm, echt heiß. Alter, meine Monstreu. Wow. Let's go. Wir können jetzt abstimmen, ob Zombies echt heiß sind. So, was kann ich jetzt hier für... Aber Zombies sind doch auch im Zustand des Verwesens. Also könnten sich auch Gase, theoretisch Gase bilden, die auch Wärme erzeugen. Ja, 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 ja. Alter, mein Chat schreibt gerade noch schnell auswandern zu Maurice. Hey, hey, nein. Ja, nein. Bei mir seid ihr gekommen. Nein. Nein. Guckt mal, wir können jetzt die Rassentrennung und den Ethnostaat freischalten, weil ich Nationalismus gelernt habe. Bleibt bei mir. Ich will das jetzt mit der Demokratie. Komm, wir werden jetzt sicher eine Revolution haben. Ich will das jetzt. Das ist Quatsch, was hier passiert. Wir müssen zurück zu den alten Wegen, Leute. Wenn wir dafür ein paar Bauern niederschlagen müssten, dann ist das halt so. So. Ich würde für nationale Überlegenheit gehen, glaube ich. Naja, wobei. Nee, wir wollen eigentlich als Kirchenstaat, wollen wir. Fremde Kulturen mit anderer Herkunft werden diskriminiert oder fremde Kulturen werden diskriminiert, wenn sie nicht dieselbe Herkunft und Sprache oder andere Bräuche haben. Dann ist es eher nationale Überlegenheit. Wir mögen ja andere Katholiken, wenn sie auch eine katholische Kultur haben und Bräuche in die Richtung. Sie müssen nicht unbedingt die gleiche Sprache sprechen. Wir sprechen auch Latein, das sprechen nicht so viele. Wir wollen nationale Überlegenheit haben. Als Kirchenstaat kann Rassentrennung schwierig sein, speziell als katholisch nationale Überlegenheit ist perfekt. Dann war die Logik, mit der ich argumentiert habe, richtig. Nein, wir müssen jetzt hier, Leute, also die Grundbesitzer wollen sich jetzt hier gegen mich stellen. Der Peloponnes, das ist jetzt wahrscheinlich irgendwie ein klassischer Krieg zwischen Sparta und Athen, der jetzt hier passiert, für die Demokratie. Eine Radikalität von extrem legen die Grundbesitzer an den Tag, werden jetzt die gute alte griechische Demokratie mit Gewalt durchsetzen. Gewalt ist mein Stichwort, ne? Wir haben jetzt ja. Polizeigewalt in Lazio. Ich baue jetzt hier noch ein paar Kasernen in Attika, was die Region ist, die sich nicht abspalten wird. Und hoffe, dass die jetzt kommt, bevor die Revolution startet. Und vielleicht ist der Run sonst direkt auch gleich RIP, aber dann habe ich zumindest gekämpft für meine Werte. Und das ist ja auch wichtig. Selbst wenn diese Werte die Wiedereinführung der Sklaverei sind. Vor allem die Grundbesitzer, ich wünschte halt, ich könnte mit ihnen so Backdoor-Gespräche führen. So, Leute, ja, wir machen jetzt Demokratie. Das ist alles ein langfristiger Plan, um zurück zur Sklaverei zu gehen, Leute. Vertraut mir. Das ist alles in eurem Interesse, was hier passiert. Schlagwort des Backgewalt schon ganz richtig, oh Gott. Kann die Kaserne nicht verkleinern aufgrund der sich zusammenbrauenden Revolution. Schade, komisch. Ja. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe halt zu wenig arme Menschen bei mir. Ich muss die Reichen noch unbedingt reicher kriegen. Ja. Wie kriege ich die Reichen denn noch reicher? Indem ich ihre Konsumgüter pushe, ne? Unter anderem.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, du kannst gucken, ob du irgendwie Steuern erlässt, die Armen mehr besteuern als die Reichen. Das klingt also wahrscheinlich auch hast gut. du die schon, weil man am Anfang eher mit solchen startet. Da gibt es dann so Kopfsteuern, Verbrauchsteuern. Genau. Und bei den Verbrauchsteuern könnte ich jetzt... Ja, aber ich will doch keinen Wein besteuern und auch keine Luxuskleidung. Ich kann die Regierungsgehälter auch hochschieben. Regierungsgehälter hoch. Die Revolution ist gar nicht so am Start. Die hört aus irgendeinem Grund bei 95% auf, weil ihre Radikalität nur 95% betrifft. Das heißt, die kann gar nicht gewinnen. Ich werde halt nur irgendwie ewig... Es unterliegt einer Beschlussblockade. Ich kann keine Demokratie einführen. Das ist absurd, weil meine Regierung wird zu illegitim, wenn ich die Grundbesitzer verärgere. Und weil mein König selbst Grundbesitzer... Das Problem ist auch, der Erbe wird ja dann der Kirche angehören. Also ich kann tatsächlich, egal was ich tue... Alter, mein Land möchte so dringend nationale Überlegenheit haben. Ich habe gerade 2 Events bekommen, die das hochpushen. Und jetzt ist meine Erfolgschance für nationale Überlegenheit schon auf 72% hochgepusht. Geil. Aufs Getreide dreschen, Getreide besteuern klingt gut. Ja, das... Weil ein paar immer wieder schreiben, Leute, es bringt nichts, die Grundbesitzer zu unterdrücken. Dann schwäche ich die. Das Problem ist, dass meine Regierung nur legitim sein kann, wenn die Grundbesitzer drin sind, weil mein König selbst einer ist. Und wenn sie nicht legitim ist, kann ich keine neuen Gesetze erlassen. Und deswegen kann ich nicht zur Demokratie gehen. Weil die Grundbesitzer sind dagegen, aber die müssen in der Regierung sein, damit meine Regierung Gesetze erlassen kann. Es ist sehr absurd. Willkommen in der Weltpolitik. Ja, ich meine, wenn die noch ein bisschen radikaler werden würden, ich glaube, wenn ich sie mit Waffengewalt niederschlage... Dann bist du die radikale Instanz. Dann könnte ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich dann direkt mein Gesetz bekomme. Und blöderweise ist mein Erbe, gehört auch einer Gruppe an, die gegen die... Was denn? Ich will ja nur diese eine Sache durchbringen. Danach will ich ja knallhart konservativ sein. Ja, das aber verstehen sie gönnen mir nicht, das nicht, ne? Die Schweine. Ja, das verstehen sie nicht. So, wo ist denn da ist der Sozialismus? Wobei, jetzt warte mal. Wenn wir es umgekehrt aufziehen, wenn ich denen... Ja, den Sozialismus will ich nicht, Karim. Wenn wir es umgekehrt aufziehen, wenn ich denen so viele konservative Veränderungen in den Arsch blase, dass sie so begeistert von mir sind, dass sie selbst mit der parlamentarischen Republik nicht radikalisiert werden, weil sie so begeistert vom Rest meiner repressiven Gesellschaft sind. Das ist, glaube ich, der Weg. Ich muss wirklich erstmal so richtig hart alles andere durchballern, was sie wollen. Und dann sie irgendwie auf plus 50 oder so Begeisterung kriegen. Damit sie dann mir selbst die Demokratie gönnen. Das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit. Also, was wollt ihr denn, Leute? So, die Oberschicht. Was möchte meine Oberschicht? Woran sehe ich denn nochmal, was die Oberschicht alles möchte? Die Oberschicht hat den Lebensstandard sicher. Und mit dem Lebensstandard sicher wollen sie was genau? Das müsste ich mir doch irgendwo anzeigen lassen können, oder? Was der quasi Lebensstandard sicher so will.
Das ist eine gute Frage. Da habe ich auch noch nicht so viel damit befasst, wie das genau berechnet wird. Weil ich glaube, da sehen wir die Popbedarfe. Sie geben Geld aus für Dienstleistungen, Spirituosen, Kleidung, Getreide, Möbel, Luxusmöbel, Luxuskleidung, Fleisch, Wein, Papier, Fisch, Porzellan, Tuch, Holz, Kunstwerke. Wir fangen mal damit an, die Spirituosen in mehr zu fördern. Wir haben zu wenig Alkohol. Wir brauchen auf jeden Fall Spirituosen. Lass mich mal gucken, wo kriege ich denn die Spirituosen gebaut? Dankeschön, Sarani. Also, vielen Dank. Wir müssen halt ein bisschen hier, ne? Leibeigenschaft zum Beispiel fänden sie geil. Mehr Zensur fänden sie auch geil. Wir müssen die einfach so richtig begeistern für unsere hardcore-konservative Politik und dann erlauben sie uns, eine Demokratie zwischendurch reinzuschieben. Ich meine, ich kann Spirituosen für den Anfang, kann ich sie erstmal importieren, damit wir es schneller gefixt bekommen und in der Zwischenzeit baue ich mir meine Liste quasi auf. Das ist ja wäre die Handelsroute jetzt, ne? Und jetzt baue ich mir meinen eigenen Markt damit auf. Nahrungsfabrik kann Alkohol produzieren. Okay, und sonst über Zuckerplantagen. Aber Zuckerplantagen habe ich nicht. Dafür bräuchte ich Kolonialismus wahrscheinlich. Und dann müsste ich Kolonien eingehen, über die ich mir dann Zuckerplantagen hole. Was, ne? Also. Bisschen den Glauben in die Welt tragen, Pia. Ja, genau. Also auch, Kultur und Bildung und Tradition verbreiten, nennen wir das bei uns. Ja. Aber Kolonien zu erlauben, ist, glaube ich, auch nicht so einfach bei mir. Lass mich mal gucken. Ich habe hier... Oh, eine Geheimpolizei wollen wir auch haben, auf jeden Fall. Ich habe kein Kolonieamt. Für koloniale Ausbeutung bräuchte ich musst immer gucken, ob irgendeine Interessensgruppe zufällig jemand an den Start bringt, der Bock auf Sklaverei hat. Ja, immer ja. Wenn sich jemand zurückzieht und stirbt, muss ich schauen, hat der Neue vielleicht Bock? Leider nicht. Die Kleinbürger haben einen neuen Anführer, aber der ist auch nicht für Sklaverei. Bisschen schade. Ich muss Kolonien erforschen, kann das sein? Ja, da muss man, und dann musst du auch noch erforschen, dass du, also Gesundheitsdinger, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber dass du in Malaria-Gebieten siedeln kannst, quasi, musst du erforschen. Nee, Menschenrechte will ich nicht. Manchmal muss man leider... Aber ich habe das schon erforscht. Kolonialisierung habe ich schon erforscht. Das heißt, ich brauche potenziell das andere, dass ich in Malaria-Gebieten dingsen kann. Ist das unter Gesellschaft trotzdem wahrscheinlich, ne? Dankeschön, Merakos. Vielen lieben Dank. Hier ist was Medizinisches. Hier gibt es Pharmazeutika. Hier gibt es Chinin. Da. Erlaubt die Gründung von Kolonien in Staaten mit der Eigenschaft schwere Malaria. Damit würden wir Chinin kriegen, theoretisch gesehen. Aber das brauche ich dann nur für, also... Aber das brauche ich ja nicht, um ein Kolonialamt haben zu können. Das fördert nur, wo ich überall hin kann mit meinem Kolonialamt dann. Ich brauche ja erstmal... muss ich rausfinden, wie ich das freigeschalten bekomme. Und da steht, minus 25% Subsistenzausstoß für nicht inkorporierten Staaten. Spannen wir mal an. Okay, aktiviert die Institution Kolonialamt. Das Gesetz koloniale Ausbeutung würde der Institution Kolonialamt Folgendes geben. Ja, aber da steht nicht, wie ich es bekomme.
Vielleicht muss ich auch nur die Interessensgruppen hineinbekommen in die Regierung, um das umzusetzen. Weil, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist das das Einzige, was mir fehlt. Das heißt, ich könnte meine Streitkräfte noch in die Regierung holen. Das ist sicher auch nicht verkehrt. Bisschen die Streitkräfte schon mal heiß machen, irgendwelche Barbaren im Busch niederzuschlagen, denen dann ein bisschen gute Religion eingeprügelt wird. Das klingt nach einem guten Weg zu einer idealen Gesellschaft. Ja, finde ich auch. Ja. Ich muss jetzt erstmal warten, bis die Revolution hier... Leute, ich habe doch schon aufgehört mit der Demokratie. Ihr könnt aufhören, revolutionär zu sein. Ich will euch wieder in die Regierung holen, damit wir ein paar oligarchische Unterdrückergesetze durchbringen können. Ich habe die nationale Überlegenheit durchgesetzt. Die ist jetzt auch da. Ja, das mache ich auch bald, glaube ich. Aber erstmal muss ich jetzt hier erstmal die Romantik erforschen, weil da kriegt man den Agrarismus. Wir machen so richtig altmodische Gesellschaft. Warum verliere ich Legitimation als Staatsoberhaupt, wenn ich noch jemanden in meine Regierung reinnehme? Dann sagt er allgemein darf ich, glaube ich, nicht zu viele drin haben. Und ich glaube, sie kann auch sinken, wenn die Regierungsparteien einander, wenn die Konflikte miteinander haben. Ah. Also, weil sonst könntest du einfach irgendwann einfach quasi alle in die Regierung holen und sagen, jetzt kann ich ja jedes Gesetz durchsetzen. Das war der Plan. Da hat das Spiel leider dran gedacht. Finde ich auch nicht okay, bin ich ehrlich. Aber leider sind sie dazu smart. Ja, die kleinen Bürger mögen mich ja trotzdem noch, das ist ja auch voll fein. Kleinbürger einmal raus, Gesetze. Und was wollten wir jetzt machen? Kolonialamt, da ist es. Koloniale Ausbeutung. 5% Wahrscheinlichkeit. Dann lass uns vielleicht erstmal noch meine Armee ein bisschen, meine Streitkräfte noch ein bisschen pushen. Die brauchen, glaube ich, erstmal noch ein bisschen einen Bonus. Ich will die nicht stärken, weil das kostet mich Autorität pro Woche. Wobei ich mir das easy leisten kann. Wir stärken die ein bisschen parallel mit. Und dann, was können wir denn noch bauen, um die glücklich zu machen? Wahrscheinlich einfach Militärgebäude. Ach, die wollen auch eine Berufsarmee, eine Nationalgarde. Ja, ich hätte lieber eine Geheimpolizei als eine Nationalgarde. Bei Nationalgarde passt doch so ein bisschen so. Die Schweizer Garde des Vatikan. Ich finde, das passt. Ich finde Geheimpolizei auch spannend. Ja gut, das stimmt. Die Militärgehälter habe ich schon erhöht. Das war einer meiner Pläne, um die Reichen reicher zu machen. Die haben schon echt gute Gehälter jetzt. Ich glaube, langfristig werde ich einfach auf sehr viel, ich werde, glaube ich, richtig reich mit Wein. Ich werde, glaube ich, haufenweise Weizenfelder bauen, da guten griechischen Wein produzieren und den exportieren. Also halt schön Sachen, wo die Landbesitzer reicher werden. Ich sehe, ich kann auch Baumwoll- und Tabakplantagen bauen. Solche Sachen brauchen wir. Das klingt wundervoll. Also die ganzen modernen Güter, da darf man nicht zu viel bauen, weil dann kommen da irgendwelche Gewerkschaften und kommunistisch-demokratischen Ideen. Das will man nicht. Eher so ganz, ganz, ne, gut alt wie früher. Ne? So hier. Leider habe ich nicht unbegrenzt viel Ackerland. Das ist ein bisschen ein Problem. Kein offener Dissens werde ich auch so easy durchgeboxt bekommen. 78,7% von meinem politischen Druck möchte, dass kein offener Dissens möglich ist.
Ich brauche. Geil, wenn das Volk auch noch unterdrückt werden will. Ja, ne? Das ist Weltklasse. Also ich brauche nur noch die eine Forschung fertig und dann bin ich da. Das ist richtig krass. So, und ich wollte noch einführen. Wo ist denn jetzt meine Polizei? Staat und Kirche. Staatsreligion, ja, das. Da gibt es keine andere Variante für uns. Da. Und da könnten wir zumindest mal eine Berufspolizei pushen. Aber das finden die Grundbesitzer nicht gut. Dass wir eine Berufspolizei haben. Die Grundbesitzer, ja, es gibt eine Menge Sachen, die nicht gut finden. Wie ich auch gerade merke. Schlimm. Aber damit würde ich meine Streitkräfte von 10 auf 15 kriegen. In ihrer Begeisterung. Ich meine, Militärpolizei würde ich noch besser finden. Aber das mögen die Grundbesitzer noch weniger. Nee, mögen sie gleich wenig. Dafür bräuchte ich die Technik Massenüberwachung. Das kann man doch immer mal machen. Lass mich mal schauen, wo ich das finde. Wo finde ich die Massenüberwachung? Irgendwo unter Gesellschaft. Ah, Massenüberwachung. Das ist ganz unten. Oh, da brauchen wir erst Ausweisdokumente. Dann gehen wir zur Zentralplanung und dann gehen wir zur Massenüberwachung. Das klingt wundervoll. Ich meine, furchtbar. Generalstäbe. Mögen die Grundbesitzer nicht im Bezug unterdrückerischer Methoden? Die Grundbesitzer mögen alles, was ich vorhabe, außer die Tatsache, dass ich es gerne mit einer Demokratie für die besten Bürger hätte. Also, das ist ein bisschen das Problem. Die Grundbesitzer kapieren nicht, dass ich gerne auf demokratischem Wege genau die Gesellschaft bauen möchte, die sie gut finden. Die kapieren das nicht. Die haben nicht meinen Weitblick. Und deswegen verhindern sie den Schlüsselschritt zur alten Athener Demokratie, den ich hier machen möchte. Weil danach will ich ja auch sagen, ist doch klar, ne? Nur männliche Bürger von Stand und Bildung dürfen wählen und Frauen haben keine Rechte. Und ich will ja die Sklaverei sogar zurückbringen auf demokratischem Wege. Aber mir ist es halt schon wichtig, dass wir das wie unsere Vorväter machen. Wir diskutieren im Forum in Abwesenheit der Leute, über die wir diskutieren, politisch, demokratisch, rational aus, warum wir sie knechten wollen, statt das halt von oben herab zu beschließen. Weil das ist ja auch viel besser, dann hat es so einen Anschein der Legitimität, den es sonst nicht hätte. Also es ist ja auch, ne, die amerikanische Sklaverei war viel legitimer, weil wir hatten ja eine Deklaration und so ein bisschen so Founding Fathers und ein bisschen so Demokratie, während die Engländer, die hatten böse Sklaverei, wo es monarchisch beschlossen wurde. Das ist der Unterschied. Und ich will halt, wie es Platon und Sokrates gewollt hätten, wieder die gute alte Demokratie haben. Meanwhile führe ich gerade die Autokratie ein, aber ja. Du sagst zu wenig in diesem Spiel, wird mir gesagt. Ja, wahrscheinlich. Also wenn du so über Gründerväter sprichst und so, Grounding Fathers, ist die erste Assoziation, die ich bekomme, die Purge-Filmreihe. Wow. Die legitimieren die Purge-Nacht und das Dahinschlachten der armen Bevölkerung dort auch mit den Founding Fathers. Und der wiedergeborenen Nation. Die sind der Hammer. Ja. Dadurch meine Demokratie wird auch so einen Founding Fathers Mythos haben. Es werden halt irgendwelche alten Philosophen sein. Ja, in Amerika sind es doch bestimmt auch irgendwelche alten ... Ja, aber die sind viel weniger legitim als wir. Das ist ein paar hundert Jahre her. Unsere sind Jahrtausende her. Ach so, desto länger es her ist, desto legitimer ist es. Ja, natürlich, weil es ehrbarer und würdevoller und traditioneller wird. Mir fallen gerade wieder so viele politische Seitenhiebe ein, ne? Also ich meine, also natürlich ist doch bitte Platon ehrwürdiger als George Washington, weil er viel länger her ist.
Hätte doch mal jemand Putin gesagt, dass er sich nicht auf die UdSSR berufen soll, sondern auf das alte russische Zarreich. Ich meine, das ist ja länger her. Absolut. Oh, ist das alles unangenehm. Ich bin jetzt autoritär, by the way. Ich finde es schön, wie du immer noch so ein Feigenblatt, der ab und an so Seitenhiebe, um so zu tun, als wärst du progressiv. In und diesem dabei Spiel. So, ja, also mein Kirchenstaat ist jetzt übrigens autoritär. Na, was du da Mach von Putin dir gibst, her. Maurice? Ja, ja, so kennen wir's. Ja, ja, macht Putin auch. Macht Putin auch. Es ist ja auch einfach nur, das war ja auch nur ein Seitenhieben böser. Hallo Pelle. So, so, du achtest bei deinen Seitenhieben also nicht mal auf Fakten. Jetzt wollen Maurice, die Landbewohner sich auch noch der Revolution anschließen. Leute, ich hab doch schon klein beigegeben. Was wollt ihr denn von mir? Maurice, ich habe mich diese Woche mit der Politik in Brasilien auseinandergesetzt. Und wenn du dich dann anfängst, damit auseinanderzusetzen, was Politiker aus aller Welt anfangen, zu dem Ukraine-Konflikt zu sagen, dann wird dir einfach nur noch schwül. In Bezug auf Fakten und Putin. Es ist richtig schlimm. Es ist richtig unangenehm und es ist richtig schlimm. Ich fürchte, du wirst mich in diesem Wettstreit allein schon schlagen, weil du dir ständig so viel Real-World-Inspiration holst für schlechte Gesellschaften, dass du da einfach mehr auf Lager hast. Ja, irgendwann hat man das faschistische System auch einfach ausgedribbelt. Dann weiß man, wie es funktioniert, bauen sich ja alle irgendwie gleich auf und dann spielt man dieses einmal, das kleine Einmaleins des Faschismus ist einfach nach. Wir sind gut dabei. Also wir haben nationale Überlegenheit, wir haben Autokratie, wir haben Vormundschaft für Frauen, wir haben Leibeigenschaft, wir haben Kinderarbeit, Migrationskontrollen. Wir sind gut dabei. Zensur, also... Derweil habe ich hier Leute im Chat, die das richtig sehen. Interessanter Ansatz. Wenn die Diktatur demokratisch beschlossen wurde, ist es also eine gute Diktatur. Das ist genau mein moralischer Ansatz hier. Haben doch auch die Römer gemacht. Haben doch auch die Nazis gemacht. Ja, genau. Oh mein Gott, Maurice, nein. Stopp. Das hast du jetzt gesagt. Ja, aber es ist auch so. Wir sind die moralisch ehrbarste Diktatur aller Zeiten. Denn wir sind in der Tradition der alten griechischen Philosophen und hat auch Palpatine gemacht. Star Wars. Ja. Ruf die Order 66 aus, genau. In diesem Spiel, so. Chat. In diesem Spiel. Diese Diskussionen sind in diesem Spiel. Und derweil brauchen wir mehr Fische. So. Fischereianleger. Wer arbeitet denn da? Oh, da arbeiten keine Grundbesitzer, dann bin ich eigentlich kein Fan davon. Kann ich das später noch irgendwie, ich kann es auf Kapitalisten um... Kapitalisten kann ich doch sicher auch zu Grundbesitzern machen. Nee, glaube ich nicht. Das ist eine andere Gruppe, ne? War Palpatine nicht der Papst? Für mich hatte tatsächlich Palpatine immer unfassbar viel quasi Assoziation mit dem Papst. Ich dachte, für mich war, ich habe tatsächlich auch in der Zeit, in der mir sein Name immer wieder entfallen ist, habe ich ihn immer der Star Wars Papst genannt, weil ich finde einfach, dass er aussieht wie ein Papst. Ja, die Seitenhiebe, die ich hier von mir gebe, sind schwierig. Lass uns über Wirtschaftssysteme reden. Ich meine, das Problem ist, glaube ich, dass die Religion, also die Sith sind ja auch eine alte Religion. Aber er hat gar nie versucht, die dann irgendwie wiederzubringen, weil er letztlich dann doch eher weltlich pragmatisch gesinnt war. Also es war ihm nicht wirklich wichtig, ob jemand die alte Sith irgendwie Tradition befolgt, solange er halt an der Macht ist. True. Also war er nicht wirklich ein Papst. Er hätte einer sein können. Aber er sah halt auch aus, wie Karim sagt, er sah halt auch einfach aus wie Joseph Ratzinger. Das ist ja der eine ehemalige Papst, den wir hatten. Also er sah dem einen amtierenden Papst, sah der Schauspieler auch einfach, also die sahen sich einfach optisch ähnlich. Das hätte der gleiche Schauspieler sein können, rein theoretisch gesehen. So. Die sahen einfach aus, als wären sie Brüder. Das macht's halt nicht besser. Macht gar nichts besser, Pia. Na, also ich glaube, besser machen ist
nicht das Motto des Tages heute. Nee, heute nicht zwangsweise. Das ist wahr. Immerhin haben sie jetzt bei mir endlich gleich mal wieder haben sie die Revolution weggelassen. Das ist immerhin etwas. Ich mag's, wie das impliziert, dass der Papst auch eine Rolle ist, die ein Schauspieler spielt. War das nicht, also ist das nicht irgendwie klar? Ah. Kennst du Laser Pope? Laser, nee, was ist Laser Pope? Das ist das war ein deutsches Filmstudentending, glaube ich, leider nie was draus geworden, ist dann auch ein bisschen ein Scam geworden, aber das haben, glaube ich, irgendwie Filmstudenten als ihre Abschlussarbeit haben halt einen Trailer für so einen kompletten Trash-Film gemacht. Und in diesem Fall war es eine Story um einen jungen Papst, der gewählt wird und die Kirche progressiv reformieren will und dann von den Kardinälen umgebracht wird und dann kehrt er zurück, weil er von irgendeiner Krankenschwester und einem Arzt, die irgendein geheimes Projekt haben, gerettet wird, kehrt er zurück als so eine wiederbelebte Terminator-Figur, die dann Rache nimmt und sich durch die Kirchenstrukturen schnetzelt. Klassischen Oldschool-Trash-Action-Film. Das ist absolut fantastisch. Ich weiß nicht, ob man es auf Twitch zeigen darf, weil da einmal Brüste gezeigt werden. Ich weiß nicht, wie streng die Twitch-TOS ist, was das angeht. Abgesehen davon ist es sehr unterhaltsam. Das klingt das, Leute? So, also das klingt wie so ein verfilmter Fiebertraum, ne? Ja, wirklich. Wie ist das, Leute? Wenn man da kurz mal ein bisschen eine Orgie sieht, wie schlimm ist das für die Twitch-TOS? Wahrscheinlich ziemlich schlimm, oder? Ich würde den Teil nicht zeigen. Es kommt halt drauf an, wie viel Orgie, ne? Also die Sache ist halt, du darfst, was viele nicht wissen, lass es mich daran erklären. Du darfst auf Twitch in GTA 5 in den Stripclub gehen, wenn du innerhalb des Story-Games von GTA in den Stripclub gehst und nicht bei GTA Online. Mit der Begründung, dass es, wenn du es im Story-Game machst, mit der Geschichte zu tun hat aus dem Story-Game, durch die du als Spielender durch quasi getragen wirst und es keinen Hauptfokus ist, dass da was nackt ist. Aber wenn du in GTA Online in den Stripclub gehst und extra auf eine halbnackte Brüste halt draufhältst, dann versuchst du bewusst nur Sexualität zu zeigen. Das heißt, auch die quasi, wenn du bei Crusader Kings 3 man die Brüste sieht, wegen den Nudisten zum Beispiel, die irgendwo beiläufig da sind, dann ist das nicht schlimm. Wenn du aber ohne die Zensur dich entscheidest, ganz gezielt eine Nudistenreligion zu spielen, dann würde Twitch meckern. Faszinierend. Ich meine, wir können diese Stelle natürlich überspringen oder sowas. Wie wollen die das in dem Moment entscheiden? Denn Bann bekommst du da so erstmal? Nein, bekommst du tatsächlich nicht. Weil ich sowohl GTA gespielt habe, als auch The Witcher und auch Crusader Kings 3 gespielt habe oder ohne Zensur und auch Reportagen und Dokus geschaut habe ohne Zensur, wo man teilweise einen nackten Frauenhintern oder sekundäre Geschlechtsmerkmale, sekundäre, nicht primäre, sondern sekundäre Geschlechtsmerkmale sieht. Und ich habe noch nicht mal eine Verwarnung auf Twitch bekommen, weil alles, was ich bis jetzt in dem Bereich gemacht habe, entweder auf eine Story bezogen war oder bei Reportagen einen Bildungshintergrund und keinen pornografischen Hintergrund hatte. Das heißt, du bekommst dann auch keine Verwarnung. Es ist halt stupid, aber... Ja, also wir können den Part überspringen und uns nur die Gewalt anschauen. Ja, das könnte man machen, weil die Gewalt, wie wir wissen, nach amerikanischem Verständnis, ist nicht so schlimm wie ein nackter Frauennippel. Ja. Dann... Ich habe schon Bock, dir Laser Pope zu zeigen, jetzt muss ich sagen. Weil ich will auch Laser Pope unbedingt sehen. Weil es sehr, sehr lustiger Trash ist. Ich würde jetzt hier auch das Spiel für heute beschließen. Ich habe jetzt gerade noch mal meine Regierung wieder legitimisiert. Ich habe nicht viel erreicht von meinem demokratischen Ziel. Ich aber bin das kriegen super wir nächstes happy. Mal noch. Das ist total schlimm. Du führst voll. Ich habe überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt.
Ich habe meine Autokratie, ich habe meine nationale Überlegenheit, ich habe meine Leibeigenschaft wieder drinnen. Also es ist absolut Weltklasse. Ich bin kurz davor, den offenen Dissens zu verbieten. Ich bin gut dabei gerade. Ich habe jetzt mal gespeichert, du kannst ja auch noch speichern. Dann kann nächstes Mal einer von uns laden.